Herzlich willkommen, dass Sie alle da sind. Herausforderung der Demokratie ist der Untertitel der Mosse Lecture in diesem Semester. Und das rückt natürlich die Autokratien, um die es gehen soll, in eine bestimmte Perspektive. Diese Perspektive wurde vor 2 Wochen, Sie waren vielleicht da, im Gespräch zwischen dem Verfassungsrechtler Christoph Möllers und dem Politikwissenschaftler Philipp Mano entfaltet. Der eine, Mano, schilderte die globalen Phänomene des Populismus als Risikofaktoren der Transformation von Demokratien. Der andere, Möllers, lenkte den Blick auf den verfassungsrechtlichen Ernstfall, bei dem, statt dass lediglich die parlamentarischen Arme populistischer Bewegungen in Parlamenten die Mehrheitsverhältnisse verschieben, so oder so im Links-Rechts-Schema, die Institutionen repräsentativer Demokratie selbst von innen heraus zerstört werden. Auch dafür wurden Beispiele genannt. Unser heutiges Thema, Russlandversteher, wenn es doch welche gäbe, verschiebt, so vermute ich jedenfalls, die Koordinaten. Es zwingt dazu, die Demokratie als das historisch Nicht-Selbstverständliche zu reflektieren und aus dieser Reflexion heraus die Kategorie Autokratie mit Blick auf das gegenwärtige Russland zu erproben. Ich freue mich sehr, Ihnen als den Referenten, der sich dieser Aufgabe stellen wird, den Historiker Karl Schlögl kurz vorstellen zu dürfen. Ich weiß noch genau, wie ich mich als Leser erstmals begegnet bin. Das war 1986 in West-Berlin, noch vor dem Mauerfall also, und das Buch hieß »Die Mitte liegt ostwärts, die Deutschen, der verlorene Osten und Mitteleuropa« erschienen damals in der Reihe Corso im Siedler Verlag. Das war nicht unbedingt das Zentralorgan der damaligen politischen Herkunftswelt von Karl Schlögl. Ich halte es mal hoch. Ich halte es für ein politisches Dokument, also diese kleine Reihe, dieses Buch mit diesem Netz, das können Sie von hinten nicht sehen, aber mit diesem Netz von, ich denke, Schienensträngen, die da Mitteleuropa durchziehen. Über eine neue Wirklichkeit und alt gewordene Kategorien steht auf dem Plakat und es steht auch hier auf der Wand zur heutigen Veranstaltung. Und das hätte schon damals als Motto über diesem kleinen Buch stehen können. Denn es hatte die damaligen Kategorien der Selbstwahrnehmung der Deutschen und zumal der Westberliner durcheinandergebracht. Wo liegt Deutschland, war die Frage. Und eine der Antworten war das Aufgreifen der Mitteleuropa-Diskussion. Und die alt gewordene Kategorie damals war der Ostblock. Ich könnte jetzt lange erzählen über die augenöffnende Wirkung dieses Büchleins im damaligen Westberlin, begnüge mich aber mit dem Hinweis darauf, dass darin eigentlich schon viele spätere Bücher, große Bücher Karl Schlögls sich ankündigten. Nicht zuletzt das Buch Im Raume lesen wir die Zeit. Ein zweites frühes Buch will ich kurz nennen, das schon 2 Jahre zuvor erschienen war. Das hieß Moskau lesen, im selben Verlag damals. Und das war eine historische Physiognomie einer Stadt. Und es war, schien mir jedenfalls damals, auch ein Einspruch gegen die grassierende Kreml-Astrologie der alten Bundesrepublik. Genau hinsehen, aus diesem Impuls sind später die Bücher Karl Schlögls entstanden, die vielleicht einige von Ihnen kennen, zum Beispiel über das Terrorjahr 1937 bis hin kürzlich zu dem großen Rückblick Das sowjetische Jahrhundert. Ich vermute, über die Themen Reisende, Bahnhöfe, Grenzen könnten sich die beiden Akteure des heutigen Abends gut verständigen. Und ich bin nicht minder froh, Ihnen als Respondenten und Diskutanten Karl Schlögls unseren Gast aus St. Gallen vorstellen zu dürfen, Ulrich Schmid. Herzlich willkommen. Er ist Slawist mit eher literaturwissenschaftlicher Ausrichtung verglichen mit Karl Schlögl, dem Historiker, der aber auch literarisch schreibt. Und die Grenzen und die Bahnhöfe verbinden die beiden ja nun schon sozusagen in einer Ursprungskonstellation, die damit zu tun hat, dass Lenin über die Bahnstrecke Zürich-Winterthur und das Deutsche Reich aus dem Exil zurück nach Russland gekehrt ist. Und vieles von dem, worüber Sie heute diskutieren werden,
hat mit dieser Anekdote nicht unwesentlich zu tun. Die Schweiz, das wissen Sie, ist ein prominenter Ort russischer Exilanten gewesen, von Nabokov bis Michael Schischkin, der aktuell dort lebt. Von Ulrich Schmidt können Sie sehr viel lernen über die sowjetische Avantgarde des 20. Jahrhunderts, über die Fiktionen, und auch das ist nützlich für unseren heutigen Abend, dass er sich mit den Medienwelten des aktuellen Russland beschäftigt hat. Ich glaube, die beiden Bücher, die für unseren Zusammenhang hier aus seinem Werk die naheliegendsten sind, ist das 2016 erschienene Buch in der Edition Surkamp, Technologien der Seele, vom Verfertigen der Wahrheit in der russischen Gegenwartskultur, das sozusagen auf dem Niveau seines Gegenstands operiert, also die modernen Technologien mit einbezieht, und Technologien der Seele greift irgendwie von ferne auch ein Schlögelthema auf. Stalin und die Ingenieure der Seele lassen grüßen. De Profundis, ein Buch, das er 2017 herausgegeben hat, hat den Untertitel Vom Scheitern der russischen Revolution. Der Abend wird so verlaufen, dass Karl Schlögel jetzt einen etwa einstündigen Vortrag hält, und dann werden die beiden miteinander diskutieren, und natürlich wird am Ende dafür Zeit sein, dass auch Sie sich in das Gespräch einmischen können. Ich bin gespannt auf Vortrag und Gespräch. Viel Spaß Ihnen allen. Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich zuerst bedanken für die Einladung zur Mosse Lecture. Ich habe vor vielen Jahren mal einen Vortrag gehalten, ich weiß nicht, Herr Scherpe, ob Sie sich erinnern, über sowjetischen Amerikanismus der 20er und 30er Jahre. Das ist eine Weile zurück, und damals blickten wir zuversichtlich auf eine Zeit, wo der sowjetische Anti-Amerikanismus endgültig von der Bühne verschwinden würde. Vielen Dank, Lothar Müller, für Ihre Einführung, und mein besonderer Dank gilt Ulrich Schmidt, dass er die Reise auf sich genommen hat, und eigentlich müsste er jetzt den Hauptvortrag halten. Ich muss mit einem sehr langen Zitat anfangen. Zitat: Der Wunsch nach Veränderung wird nicht zur Übernahme westlicher liberaler Ideen und Werte führen. Der Liberalismus hat in Russland nie tiefe Wurzeln geschlagen. Sein Einfluss war im Großen Ganzen auf Teile der Intelligenzia beschränkt, und selbst dort wurde er nur von einer Minderheit angenommen. Heute ist man allgemein überzeugt, dass der westliche Liberalismus für westliche Gesellschaften geeignet sein mag, insbesondere für kleine Länder ohne grassierende soziale und nationale Konflikte. Aber in einer Gesellschaft wie der sowjetischen gilt dies nicht, und eine solche institutionelle Veränderung wäre eine Katastrophe. Das Land hat nie den nötigen Reifegrad erreicht, noch ist es wahrscheinlich, dass es ihn in absehbarer Zukunft erreichen wird. Einige führende Intellektuelle predigen die Vorzüge von mehr Toleranz, mehr Redefreiheit und mehr gesundem Menschenverstand anstelle von doktrinärem Fanatismus und schauen voll Neid auf die höhere politische Kultur in manchen europäischen Ländern. Selbst die größten Optimisten unter ihnen verspüren jedoch die Notwendigkeit einer starken Hand, die für lange Zeit die Kontrolle über die Reformen ausübt. Sie weisen darauf hin, dass in der russischen Geschichte jede Reform, angefangen mit der Einführung der Kartoffel, durch Befehl von oben und für gewöhnlich gegen großen Widerstand durchgeführt wurde. Zitat Ende. Das ist nicht eine Beschreibung des heutigen Russland unter Putin, sondern stammt aus der Aufsatzsammlung Soviet Union 2000, die im Jahre 1990, als die Sowjetunion noch existierte, erschien, herausgegeben von Walter Laqueur, einem der besten Kenner Russlands. Man kann, wie er sagte, leichter lange Trends erkennen als Ereignisse, die unerwartet über einen hereinbrechen. Er ist am 30. September dieses Jahres im Alter von 97 Jahren in Washington gestorben. Dem Andenken dieses großen, 1938 aus Breslau geflohenen deutsch-jüdisch-amerikanischen Gelehrten, der jahrzehntelang eng mit George Moshe zusammengearbeitet hatte, ist meine Vorlesung auch gewidmet. Walter Laqueur hat vor 3 Jahren noch ein auch auf Deutsch erschienenes Buch, Putinismus, wohin treibt Russland, veröffentlicht, eine der besten Analysen des heutigen Russland unter den zahlreichen guten, die es heute gibt. Es gibt sie also, die Autoren, die etwas verstehen von Russland
und es scheint irgendwie überflüssig und polemisch, einen Vortrag unter dem Titel »Russland verstehe, wenn es sie doch gäbe« anzukündigen. Es gibt sie, natürlich. Warum dann doch mit Fragezeichen? Es hat sich so ergeben, dass im öffentlichen Diskurs Kritik an Putins Russland gleichgesetzt wird mit Kritik an Russland überhaupt. Wer Putins Politik kritisiert, ob die Annexion der Krim, der fortgesetzte Krieg in der Ukraine, die Unterdrückung von Kundgebungen in Moskau, wird von Leuten, die sich als Russlandversteher sehen, in die Ecke von Russophoben gestellt. Sie maßen sich an, darüber zu entscheiden, wer als Russlandfreund und wer als Russlandfeind zu gelten hat. Man müsste sich damit nicht befassen, wenn es sich um Leute ohne Einfluss handeln würde. Etwas zu verstehen ist ja ein großes Kompliment. Es ist ein respektables Geschäft. Am Gebrauch der Vokabel und ihrem Nimbus lässt sich ein Kampf um Definitionshoheit ablesen, um das, was Gramsci kulturelle Hegemonie genannt hat. Kulturelle Hegemonie entscheidet über das, was einen Mainstream konstituiert, was als anerkannt gilt und das, was ausgeschlossen werden soll. Kulturelle Hegemonie ist dann durchgesetzt, wenn sich eine bestimmte Position marginalisiert ist und sich gleichsam vor einem höheren Gericht rechtfertigen muss. Also Russlandversteher versus Russophobe. Damit es nicht abstrakt bleibt und auch mein Anliegen deutlich wird, ich habe im Frühjahr 2014 gegen die Annexion der Krim Stellung genommen, in diesem Zusammenhang auch die Puschkin-Medaille, die der russische Präsident für besondere Verdienste um die Vermittlung der russischen Kultur verleiht, abgelehnt. Für Russia Today war ich von diesem Augenblick an nicht nur ein Russophober, sondern sogar ein, Zitat, intellektueller Elitesoldat der NATO. Das Kaliber der selbsternannten Russlandversteher, etwa in den Reihen des Deutsch-Russischen Forums, ist etwas feiner und es lohnt sich, den ideologischen Komplex, den ganzen Block anzusehen, der gegen die Kritik der Politik Putins in Bewegung gesetzt wird. Sie können sich nicht genug tun mit dem Vorwurf der Dämonisierung Putins. Aber wer Putin mit dem großen Russland gleichsetzt, soll sich über die Dämonisierung Putins nicht wundern, wo es doch eine einfache Gedankenoperation wäre, eine Unterscheidung zwischen Regierung und Gesellschaft, zwischen Präsident und Volk ins Auge zu fassen, selbst wenn Meinungsumfragen zeigen, dass eine große Mehrheit der russischen Bevölkerung hinter Putin steht, derzeit jedenfalls. Putin-Kritiker, so heißt es, nehmen den großen Nachbarn im Osten nicht ernst. Darin drückt sich eine Raumvorstellung, eine mentale Karte aus, die irgendwie nicht mit der Realität des heutigen Europa übereinstimmt. Es gibt Nachbarn im Osten, aber das ist zunächst geografisch die Republik Polen. Vielleicht verrät diese Nachbarschaftsvorstellung doch etwas, dass man nämlich über die Köpfe der kleinen Nachbarn leicht hinwegsieht. Die gemeinsamen Grenzen zwischen Deutschland und Russland liegen historisch eine Weile zurück und wecken eher ungute Erinnerungen. Wer Putin kritisiere, bestreite gar die Zugehörigkeit Russlands zu Europa, wo doch klar ist, dass Putin selbst auf die Anerkennung der Eigenständigkeit einer russischen Zivilisation und einer Zugehörigkeit zu Eurasien großen Wert legt. Im Übrigen dürfte es sich herumgesprochen haben, dass Europa größer und weiter ist als die Europäische Union und für mich steht die Zugehörigkeit Russlands zu Europa außer Frage. Kritiker des heutigen Russland werden ermahnt, wenn nicht gar beschuldigt, etwas vergessen zu haben, nämlich die Verbrechen der Deutschen auf sowjetischem Boden während des Zweiten Weltkriegs. Ja, es hat eine Zeit gegeben, in der die Ungeheuerlichkeit dessen, was Deutsche auf sowjetischem Territorium angerichtet haben, verschwiegen, geleugnet wurde, da man sich allzu leicht hinter der Rot-Gleich-Braun-Gleichung verstecken konnte. Doch diese Zeit ist längst vorbei und es sind nun schon Generationen, die sich dieser Ungeheuerlichkeit gestellt haben. Sogar ehemalige Wehrmachtssoldaten, Rückkehrer aus der Kriegsgefangenschaft, Staatsmänner, Historiker und Historikerkommissionen, Aktion Sühnezeichen, Kirchen. Und es kann nie genug sein, es kann für diese Ungeheuerlichkeiten keine Wiedergutmachung geben. Aber die selbsternannten Russlandversteher, die Russlandkritiker der mangelnden Scham beschuldigen, haben etwas nicht verstanden. Hitlers Deutschland hat seinen Vernichtungskrieg auf dem Territorium der Sowjetunion nicht nur Russlands und seine barbarische Politik nicht nur gegen das russische Volk, sondern gegen die Völker der Sowjetunion geführt. Es waren Russen, Weißrussen, Ukrainer, die baltischen Völker und viele andere, vor allem aber die sowjetischen Juden und vor allem auf dem Territorium des heutigen Weißrussland und der Ukraine. Wer deren Opfer übersieht und nicht respektiert, hat die Dimension der deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg noch nicht ganz zur Kenntnis genommen.
Der Sieg im großen Vaterländischen Krieg über Hitler-Deutschland war die Sache der Vereinten Völker der Sowjetunion, nicht allein der Russen. Wer das weiß, dem müsste eigentlich die ganze Obszönität und Gemeinheit der heutigen russischen Propaganda gegen die aus der Ukraine stammenden Soldaten der Sowjetarmee aufstoßen. In dieser Vorstellung kommt eine eigentümlich russozentrische Wahrnehmung zum Tragen. Bis heute, auch nach der Auflösung der Sowjetunion, ist die Gleichsetzung von UdSSR und Russland en vogue, ein Stereotyp, das unhinterfragt durchgehen kann. Kritiker von Putins Russland müssen sich weiter dafür rechtfertigen, dass sie undankbar gegenüber Gorbatschow und seinem Anteil an der Wiedervereinigung Deutschlands seien. Ich erinnere mich wohl an Gorbatschows Moment. Es war die großartige Zeit des Aufbruchs und einer ganz neuen Studentengeneration, die ich an der Universität getroffen habe. Aber es war ebenso der Moment der Unabhängigkeits- und Bürgerrechtsbewegungen in ganz Ostmitteleuropa. Was fast immer mitschwingt im Vorwurf der Russophobie, ist die Beschwörung der großen russischen Kultur, so als hätte die Kritik des putinschen Autoritarismus etwas mit der Geringschätzung der russischen Kultur zu tun. Hier wieder die Gleichsetzung von Tschaikowski, Strawinski, Schostakowitsch, Pasternak, Achmatowa und welche Genies müsste man noch erwähnen mit der Gestalt Putins. Man achtet die große russische Literatur, die Kreativität der russischen Intelligenzia, ihre Opfer, ihre Menschlichkeit, ihren Weltrang nicht, indem man sie mit einem Politiker unserer Tage identifiziert, der sich ihrer zu bedienen versucht. Vieles an dieser Beschwörung ist leere Rhetorik oder sollte man besser sagen Verblüffungsrhetorik, denn niemand bestreitet die Größe der russischen Kunst und Literatur, aber sie soll doch einen Generalverdacht des Unverständnisses, den Vorwurf des Hochmutes gegenüber allem Russischen in die Welt setzen. Vieles an der Behauptung von der Seelenverwandtschaft ist übertrieben. Vielleicht sollte man die von Deutschen überfallenen Sowjetbürger danach fragen. Es ist Mythos, Sentimentalität, manchmal auch Kitsch, auch wenn nachvollziehbar ist, dass Abgeordnete, die der auf Deutsch vorgetragenen Rede Putins im Bundestag im Jahre 2001, Schiller und Heine zitierend, lauschten und zu Tränen gerührt waren, ein Augenblick, dem viele nicht zu Unrecht nachtrauern. Aber es geht nicht nur um Erinnerungskultur und Mentalitäten, sondern auch und vielleicht sogar vor allem um handfeste Interessen. Das Putin-Regime zu kritisieren, störe die Wirtschaftsbeziehungen, den Absatz deutscher Waren, gefährde Arbeitsplätze, sogar die Energieversorgung und verrate das Erbe der neuen Ostpolitik, mit der man doch so gute Erfahrungen gemacht habe. Die Kritik am heutigen Russland bekommt es mit einem ganzen Block von Gemeinplätzen, einem regelrechten ideologischen Amalgam zu tun. Dem von der Wirklichkeit überholten Klischee der Gleichsetzung Russland-Sowjetunion mit dem exklusiv auf Russland gerichteten Schuldkomplex der Deutschen und ihre Missachtung der übrigen Völker der Sowjetunion, mit den Stereotypen von der russischen und deutschen Seele, die kaum etwas mit den leidvollen Erfahrungen im 20. Jahrhundert zu tun hat, einer Anhänglichkeit an eine schon zu ihrer Spätzeit nicht mehr neue Ostpolitik und nicht zu vergessen die Welt der Lobbyisten, die noch am ehrlichsten von ihren Interessen sprechen. Man hätte etwas mehr von der Auseinandersetzung mit den angeblichen Russlandverstehern, wenn sie sich über Russland äußern würden. Doch sie schreiben mehr über den Westen, die Fehler des Westens, besonders aber über Amerika, als über Russland, für das sie doch eine besondere Kompetenz beanspruchen. Doch um sich über Amerika zu informieren und sich ein Bild zu machen, liest man besser die New York Times als die Interpretationen der deutschen Russlandversteher, deren Hauptargument darin besteht: Was in Russland passiert, ist im Grunde bloß Reaktion auf Aktion des Westens, eine merkwürdige Selbstüberschätzung dessen, was der Westen vermag. Russland als eigenständiger Akteur ist in diesem Szenario abwesend. Und Putin ist wenigstens der Mann, der es dem Westen zeigt. So wird weit mehr als eine Liebe zu Russland, das doch nur wenige kennen, der Anti-Amerikanismus zum wichtigsten Resonanzboden und Echoraum, der sich zudem mühelos bewirtschaften lässt. Das Bedürfnis, sich klar zu werden darüber, was heute in Russland geschieht, wie es tickt und wie man sich darauf einzustellen hat, ist riesengroß. Das belegen die vielen Neuerscheinungen zum Thema, die gründliche und unregelmäßige Berichterstattung der Zeitungen, Filme, Reportagen, Talkshows, vielleicht am wenigsten sogar die Debatten im Bundestag. Auch die Auflagenzahlen entsprechender Bücher.
Vielleicht ist derzeit nur Trump-Amerika noch interessanter als Putins Russland. Es gibt eine gewisse Unsicherheit und Ratlosigkeit, wie man es mit Russland halten soll. Und es kann eigentlich auch nicht anders sein, in einer Zeit aus den Fugen, Zeit der Wirren, inmitten einer neuen Weltunordnung. Mit der Veränderung der Kräfteverhältnisse weltweit sind auch die Koordinaten, in denen man sich bis dahin orientieren konnte, ins Rutschen gekommen. Und das ist gut so. Das Eingeständnis einer gewissen Unsicherheit und Hilflosigkeit und Ratlosigkeit angesichts dieses Tumults ist kein Manko, sondern nur etwas, was fällig ist. Es gibt Momente, oder vielleicht ist es immer so, wo die Wirklichkeit schneller ist als die Wahrnehmung. Situationen einer intellektuellen Überforderung, die zu leugnen sinnlos, ja gefährlich wäre. Die Koordinaten, in denen bisher eine Welt festgehalten war, ist dahin. Die geteilte Welt, West und Ost, Kapitalismus und Sozialismus, Demokratie und Diktatur, Marktwirtschaft und Planwirtschaft und wie die Oppositionen hießen. Ganz gleichgültig, ob sie je die Verhältnisse angemessen bezeichnet haben. Diese Ordnung ist bekanntlich seit 1989 dahin und mit ihr die antagonistisch-dichotomisch-binäre Opposition, die sich in alle Lebensbereiche, auch das Denken, erstreckte. Der Gegensatz war in der Hochzeit des Kalten Krieges bekanntlich am schärfsten gefasst in der Denkschule des Totalitarismus, obwohl damals schon absehbar war, dass diese Theorie in gewissem Sinn ihr Gegenstand schon abhanden gekommen war. Tauwetter, friedliche Koexistenz, verlangten andere, der Wirklichkeit mehr angemessene Modelle, die immer auch schon Selbstbeschreibungen waren. Die liberale Demokratie als Ausgangspunkt und Maß aller Dinge, der Idealtyp einer politischen Ordnung und nicht so sehr eine historische Analyse der Selbstbewegung der Gesellschaften sowjetischen Typs. Woraus sie ihre Stärke, Plausibilität, Überzeugungskraft bezog, ist klar. Aus der Erfahrung der totalitären Diktaturen Hitlers und Stalins, der Erfahrung des Terrors und dem totalen Ausgeliefertsein des Einzelnen gegenüber einem allmächtig totalen Staat, festgehalten in den klassischen Studien von Hannah Arendt bis Czesław Miłosz. Andere Beschreibungsversuche und analytischen Modelle rückten nach. Das der Modernisierung, die Prozesse systemübergreifend erfassen sollte, die der aufgeklärten Erziehungsdiktatur des Dritten Weges, nicht zu vergessen die Theorie des realen Sozialismus des ingeniösen Rudolf Barrow. Immer eine veränderte Wirklichkeit als Movens im Hintergrund. Dann kam 1989 und mit ihm die Auflösung einer Konstellation, die mehr als ein halbes Jahrhundert prägend gewesen war, bis hinein in die Seelenlandschaft der Durchschnittseuropäer. Eine Geschichte, die soeben für beendet erklärt worden war, war plötzlich wieder angesprungen, hinterrücks alle Ahnungen überrumpelt, wie das immer bei großen historischen Ereignissen der Fall ist. Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, wir alle wurden überrascht, auch jene, die ziemlich nah am Puls der Zeit waren. Der historische Augenblick, die Zäsur, nahm die alten Modelle und Idealtypen mit sich und eröffnete Perspektiven, die von wenigen Ausnahmen abgesehen, die auf Jakob Burckhardts Katarakte des Fortschritts verwiesen, fast allesamt, wenn nicht auf einen ewigen Frieden, so doch auf eine Auflösung der Konflikte und Probleme hinausliefen, die im Kalten Krieg ungelöst bleiben mussten. Stunde der Hoffnungen, der Erwartungen, der Projekte, der Bereitschaft zum Neuanfang. Das Schlagwort der Epochenwende war der Übergang, die Transformation und die dazugehörigen Theorien oder Modelle kreisten alle um die Transition. Thinktanks, Stiftungen, Universitätsinstitute, Forschungsprojekte produzierten Modelle. Darunter waren gewiss hochanspruchsvolle und weniger komplexe Studien, aber es gab doch so etwas wie einen Grundzug, eine Grundstimmung in all diesem Denken, das von einer mehr oder minder klaren Zielsetzung, der Formulierung eines normativen Sollzustandes ausging, der, wie schwierig auch immer, ob auf direktem Weg oder auf Umwegen, angepeilt und erreicht werden sollte. Schematisch und verkürzt gesprochen vom Ist zum Sollzustand, von A nach B. Es gab so etwas wie Orientierungsmarken, an denen man sich festhalten konnte. Für jemanden, der sich nun schon ein ganzes Leben lang mit Russland beschäftigt, ich bin ein Veteran seit meiner ersten Reise im Jahre 1966, der über Wendepunkte der russisch-sowjetischen Geschichte geschrieben hat, ist es eine bestürzende Einsicht, sich davon überraschen zu lassen und zugeben zu müssen, dass die Geschichte anders gelaufen ist. Das Folgende ist daher auch eine Art individueller Selbstvergewisserung,
Ich bilde mir ein, mich diesseits einer an normativen und teleologischen Konzepten orientierten Geschichtsbetrachtung zu bewegen. Mich interessieren die Gewissheiten derer, die alles schon im Voraus wissen, ob als Prophet oder als Kassandra, nicht. Das Optimum von Analyse erscheint mir, auf der Höhe der Zeit zu sein, up to date, fertig zu werden mit dem Schwierigsten, nämlich der Gegenwart, wie unüberschaubar, unübersichtlich sie ist, das Dunkel des gelebten Augenblicks, wie Ernst Bloch das genannt hat. Geschichte richtet sich nicht nach einem Plan oder einem Telos, sondern nach dem Ensemble real existierender Kräfte. Dieses zu beobachten und zu analysieren, sagt uns eher, woran wir sind. Die über längere Zeit geführte dichte Beschreibung, der ich den Vorzug gebe, unterläuft gleichsam die den meisten Übergangsmodellen inhärente Teleologie. Das passiert auf einer Matrix, die für eine Weile wenigstens die Arbeit mit Modellen, die meist mit der Reduktion von Komplexität einhergehen, suspendiert und die unmittelbare Erfahrung zum Zug kommen lässt und auf eine Art materialistische Physiognomik abzielt, wie Walter Benjamin das genannt hat. Ich kann hier natürlich keine Phänologie der nachsowjetischen Zeit liefern, sondern allenfalls exemplarisch andeuten, worum es mir geht und worauf sich letztlich meine Urteilskraft und Urteilsbildung stützte oder meinte, sich stützen zu können. Beispiele: neue Grenzen, neuer Raum. Dass das Ende der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts sei, ist ein bekanntes Zitat. Was für die einen eine Katastrophe war, war freilich für andere das lang und heiß ersehnte Ende, die Entlassung aus der Fremdherrschaft in Freiheit. Aber dass die Auflösung eines Staatswesens, der Verlust von Grenzen und der Schaffung neuer Grenzen ein in das Alltagsleben von Millionen von Menschen einschneidender Vorgang ist, dazu braucht man nicht viel Fantasie. Familien-, Lebens-, Karrierezusammenhänge, Produktions- und Lieferketten, Infrastrukturen, Raumbilder von Kindheit und Urlaub, alles ist davon berührt. Es handelt sich nicht bloß um einen formellen Akt mit einer Unterschrift. Das Leben muss neu eingerichtet werden. Orte werden unzugänglich, Wege unpassierbar oder bürokratisch erschwert, während wiederum andere Wege geöffnet werden. Die Fragmentierung eines einmal homogenen, in sich geschlossenen und funktionierenden Raums, in dem alles von Kindsbeinen an vertraut ist, ist ein eingreifender, die Lebensumstände und Lebensplanungen verändernder Vorgang, etwa die Migration von Abermillionen Menschen, die sich nun jenseits der Grenzen wiederfinden, eine einstmals privilegierte Bevölkerungsgruppe, nun als zweitklassig marginalisiert und gedemütigt. Für mich selbst gilt, als Angehöriger der Generation Marienborn werde ich bis zum Ende meiner Tage mit der Grenze im Kopf durch Deutschland reisen, auch wenn es jetzt den ICE von 4 Stunden Berlin-München gibt. Neue Grenzziehungen gehen einher mit dem Wegfall der großen Grenze. Man kann es an den 5 Moskauer Flughäfen sehen, wo die Bewegung von Millionen in die große weite Welt hinaus zur Routine geworden ist. Globalisierung eines Habitus fast über Nacht. Hinaus in die Welt, Florenz, Prag, Berlin, Miami, die Kanarischen Inseln, Antalya, Bangkok. Kein Punkt der Welt, an dem man nicht Russen trifft. Touristen, Studenten, Businessleute, Oligarchen, Abenteuertouristen, Silicon Valley-Besucher, Sportdelegationen, NGO-Personal, Stadtmusikanten mit Konservatoriumsausbildung. Was bedeutet es, sich in der Welt umgesehen zu haben? Augenschein wirkt nachhaltiger als Aufklärung durch Lehrbücher oder Propaganda. Man kann sich das Tempo von Veränderungen in Russland ohne diesen Nachhilfeunterricht in Praxis nicht erklären. In den Köpfen findet beides statt, neue Grenzziehung und Entgrenzung, befreiend für die einen, furchterregend für die anderen, Einsturz eines Erfahrungshorizonts, Aufbau eines neuen, beides ineinander übergehend. Zweites Beispiel, Lesen im Gesicht der Städte. Ich gebe zu, im Gesicht der Städte zu lesen, ist meine besondere Arbeitsweise, ja Leidenschaft. Man kann die ganze Geschichte an ihnen ablesen, aber auch die gegenwärtigen Veränderungen, die laufende Zeit. Wie in den späten 1980er Jahren die öffentlichen Plätze aufhörten, nur Plätze der Macht, der Paraden und Loyalitätsbekundungen zu sein und buchstäblich in Besitz genommen wurden von Bürgern. Das war Polisbildung und Forum. Wie sich der städtische Raum verwandelte, eher Marktplatz als Orte der Macht. Wie sich in einem atemberaubenden Tempo Verkehrs- und Bewegungsformen veränderten, neue Typen von Gebäuden und Siedlungen hervorbrachten, mit gated communities, die die neue soziale Segregation dokumentieren, wie sich das Selbstverhältnis zur eigenen Geschichte, das städtische Leben insgesamt veränderte,
All das war mit bloßem Auge zu erkennen. Reorganisation des Stadtraums konnte verstanden werden als Ausdruck der Reorganisation des Gemeinwesens, von der Änderung von Straßennamen bis zum Neubau von Malls und Autobahnen. Wer wissen will, wie es um eine Stadt steht, was sich im Laufe eines Vierteljahrhunderts getan hat, kann seine Sondierungen anstellen. Dazu gehört zu sehen die Pflasterung von Trottoiren, den Zustand öffentlicher Toiletten im Bahnhof, die Umnutzung des Kulturpalastes, den Stand des Messewesens, die letzte Ausstellung im Heimatmuseum. Man tritt damit in eine Entwicklungszeit, genauer Entwicklungszeiten, der Beschleunigung und der Verlangsamung, und jeder, der den Cluster aus Wolkenkratzern von Moskau City gesehen hat und dann ins weite Land hinausgefahren ist, wo er sich an einem Ende der Welt wiederzufinden meint, weiß, dass Moskauer Zeit nicht überall herrscht. Drittes Beispiel, der Basar und die Selbstorganisation der Gesellschaft. Die geschichtliche Wahrnehmung ist selektiv und in der heute Mainstream gewordenen Retrospektive auf die 1980-90er Jahre herrscht ja unisono Chaos, Katastrophe, Zeit der Wirren. Damit wird der Blick verstellt auf jene Kräfte, die dem Zusammenbruch des alten Systems standgehalten und ihn aus dem Chaos herausgeführt haben. Aber wir alle haben Brechts Fragen eines lesenden Arbeiters, wer baute das siebentorige Theben, gelesen. Es waren die einfachen Leute. Hier geht es vor allem um die historische Leistung der Helden und Heldinnen der Krisenbewältigung in einem Augenblick, da der Staat und seine Apparate desertiert waren und alle Last der Bewältigung des Alltagslebens auf die Bürger gefallen war. Sollten Sie doch damit fertig werden. Die Geschichte dieser Krisenbewältigung von unten, insbesondere die der Basarhändler und Händlerinnen, ist noch nicht geschrieben. Die blau-rot-weiß karierte Polyethylentasche, der sogenannte Russenkoffer, ist nicht nur eine Ikone von Elend und Not, sondern auch der Tüchtigkeit der vielen Einzelnen und einer Globalisierung von unten. Sie bezahlten die Zeche für den Zusammenbruch des Sozialismus mit ihrer Lebenszeit und es kommt bestimmt der Tag, wo Ihnen, den Shoppingtouristen von einst, die zwischen Odessa und Istanbul, Tallinn und Stockholm, Leningrad und Helsinki, Minsk und Warschau, Sverdlovsk und Tientsin, Taschkent und Urumqi unterwegs waren, Denkmäler errichtet werden. Ja, sie haben keine neuen Industrien aufgebaut, trugen nicht zur Evolution der Ökonomie bei, aber sie haben das in diesem Augenblick einer drohenden Katastrophe Wichtigste getan, nämlich den Gang der Dinge, den Lebenszusammenhang der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, sodass es weder zur Hungersnot kam, die man im Westen halluzinierte, noch zu einer sozialen Explosion. Sie haben dafür gesorgt, dass Zeit gewonnen wurde für die fällige Neueinrichtung des Lebens. Diese Helden der Krisenbewältigung tauchen weder auf den Radarschirmen der Transformationsforschung auf, noch in der Geschichte der Zivilgesellschaft, noch in den Horrorgeschichten, die über die heute gleichgeschalteten staatlichen Medien verbreitet werden. Der Grund ist ganz einfach. Sie würden nämlich ein Licht werfen auf die Wucht des Zusammenbruchs des Sozialismus, auf die Kraft der Selbstorganisation aus Not, auf Initiative und die bewunderungswürdigen Talente, die außerhalb der Staatsapparate, außerhalb der sakrosankten Staatlichkeit in der Gesellschaft schlummern. Viertes Beispiel, Lamborghinis, Maybachs und das Moskauer East End an der Metro Scholkowskaja. Wenn man aus einer eher armen Stadt wie Berlin nach Moskau kommt, fällt es einem sofort ins Auge. Die Massierung an Luxusautos, deren Marken man nicht einmal kennt. Überhaupt eine Hochmobilisierung als Ausdruck gewonnener Bewegungsfreiheit und als Statussymbol. Dafür gibt es viele Erklärungen. Konzentration von mehr als 70% des Kapitals des Landes in der Hauptstadt und so weiter, Stadt der Millionäre und so weiter. Warum auch nicht? Es ist nur eine Form der Normalisierung. Aber hier liegt doch etwas Besonderes vor, nämlich die Geburt einer Klasse von Hyperreichen, nicht über einige Generationen hinweg, nicht als Resultat eines Prozesses ursprünglicher Akkumulation, bei dem eine Erfindung, ein Patent oder Unternehmergeist im Spiel waren, sondern Sturzgeburt eines hypertrophen Reichtums über Nacht. Reichtum nicht generiert, sondern auf einmal da, wie dem Haupt des Zeus entsprungen. Das ist nicht die Genese, die wir von den Mellons, Rockefellers, Siemens oder Krupps kennen. Entsprechend anders ist auch die ästhetische Form, der Auftritt, die Selbstinszenierung, die Rituale der High Society, auch wenn russische Oligarchen inzwischen in Miami oder Beverly Hills in die Schule gegangen sind. Hier kann keine Analyse der aufschlussreichen Form des postsowjetischen Reichtums gegeben werden.
des Übergangs vom Trainingsanzug und dem lila Jackett Ende der 80er zum maßgeschneiderten Anzug und den italienischen Krawatten, die die Herren in der Duma tragen. Vieles müsste hier analysiert werden. Die Hybridform von in die Jahre gekommenen Komsomol-Funktionären, die sich die Lässigkeit von Villenbesitzern an der Côte d'Azur zugelegt haben, die demonstrative Schamlosigkeit der Zuschaustellung und so weiter. Man sieht dem Reichtum nicht die Mühen eines langen Aufstiegs oder die Nervosität der Nouveau Riche an, sondern die Plötzlichkeit der Aneignung, den von gestern auf heute erfolgten Zugriff auf das, was einmal nominell wenigstens Volkseigentum war. Aber vielleicht ist mein Bild vom Klischee des tüchtigen schwäbischen Mittelständers verfärbt. Man genießt nach der Übernachtumverteilung und den Bandenkriegen den nicht selbst erarbeiteten Reichtum auf der Rubljowsker Chaussee oder in Kensington. Russland ist reich an natürlichen Ressourcen und über sie gebietet, wer Zugang zur Macht hat, die darüber entscheidet, wer Macht nah und wer Macht fern oder gar illoyal ist, wer den erworbenen Reichtum behalten darf. Ressourcenreichtum ist ein Fluch, wenn er die Kräfte, die Invention und Innovation stimulieren, lähmt oder sogar stilllegt. Es ist der Reichtum, der aus der Naturalrente fließt und der nie versiegt, solange auf dem Weltmarkt Bedarf besteht. Das ist die Situation, die man in der Regel aus Ölstaaten, Scheichtümern, Dritte Weltländern, den Playgrounds von Rentierstaaten kennt. Freilich partizipiert am großen Reichtum, der mit Öl und Gas ins Land gekommen ist, auch eine nicht so kleine Schicht, die als Mittelstand zu bezeichnen man etwas zögert, bestehen seine Angehörigen doch mehr aus Staatsangestellten als aus freien und unabhängigen Existenzen. Aber man muss es auch zur Kenntnis nehmen. Keine größere Stadt heute in Russland, die nicht inzwischen über Malls, Supermärkte, Entertainment Centers, Galerien und Passagen verfügte, die es leicht mit ihrer westeuropäischen oder den amerikanischen Vorbildern aufnehmen können. Schließlich Buchhandlungen, mediale Welten, Öffentlichkeit. Der Besuch von Buchhandlungen gehört zu meinen in Abständen vorgenommenen Sondierungen. Sie sind Barometer des Zeitgeistes, der intellektuellen Moden, der angesagten Diskurse, des Tempos der Ideenzirkulation, des Anteils von Trivialliteratur, Schund oder auch anspruchsvoll. Man findet alles. Es hängt davon ab, wo man ist, in der Hauptstadt oder in der Provinz. Das Wichtigste scheint sich aber nicht mehr dort abzuspielen, sondern im Internet, dessen Entwicklung rasant verlief und eines der Hauptindizien für Fortschrittsbeschleunigung bleibt. Dem steht gegenüber die vollständige Gleichschaltung und Instrumentalisierung der zentralen staatlichen Medien, vor allem des Fernsehens, sodass man vom Nebeneinander eines landesweiten, omnipräsenten und einer in Nischen verbannten Öffentlichkeit sprechen kann. Parallelwelten, unendlich viele in einer 12-Millionen-Stadt, aber auch im weiten Land draußen. In den offiziellen Kanälen kommt nicht vor, was im Lande vor sich geht, wenn es nicht ins Bild passt. Die Kleinunternehmer, die sich weigern, Bestechungsgelder zu zahlen und dafür ins Gefängnis kommen, die Bauern aus Krasnodar, die von den roten Baronen fertig gemacht werden, die Lkw-Fahrer und Spediteure, die sich weigern, selbstherrlich erhobene Mautgebühren an einen Putin-Spezi zu zahlen und so weiter. Staatssender arbeiten systematisch und rund um die Uhr am Feindbild. Faschistischer Putsch in der Ukraine. In Talkshows wird Kriegshetze betrieben, die man sich kaum vorstellen kann. Ich nenne nur die Namen von Wladimir Solovjov und Dmitri Kiselyov. Zum Spektrum von Öffentlichkeit gehört aber auch eine Nischenöffentlichkeit, in der souverän, professionell, gelassen, oft auch stylisch nachgedacht wird, etwa im Fernsehsender Durst, aber auch unter größtem Risiko über Themen berichtet wird, die in der staatlich kontrollierten Öffentlichkeit nicht vorkommen. Korruption, Kriegsverbrechungen, Verbrechen, Folterungen in Gefängnissen, in der Armee, etwa in Novaya Gazeta, Überfälle und Journalistenmorde. Immer wieder gehen Journalisten außer Landes, weil sie ihres Lebens nicht mehr sicher sein können. Und nicht zu vergessen die traditionellen Öffentlichkeiten, das heißt der öffentliche Raum in der Stadt, deren Bürger dort ihr Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit wahrnehmen, trotz massivem Polizeieinsatz, Massenverhaftungen, Hausarrest, Prozessen und Gefängnisstrafen. Es sieht so aus, als könnte man in verschiedenen Sphären leben, wenn man nur die vorgegebenen Spielregeln einhält, das heißt, sich aus politischem Engagement herauszuhalten. Hiermit ist kein Bild, schon gar kein vollständiges gezeichnet. Die Frage, die mich beschäftigt, ist, wie es hat kommen können, dass man dann so plötzlich überrumpelt werden konnte, wie das in meinem Fall war.
die Annexion der Krim als Blitz, der die ganze Szenerie in ein neues Licht tauchte. Hatten wir geschlafen, etwas verpasst, wichtige Hinweise übersehen. Wahrscheinlich ist es so. Der Einmarsch russischer Truppen nach Südossetien und die dauerhafte Okkupation eines Drittels georgischen Staatsterritoriums, die Rede Putins in München 2007, die Zerschlagung der Moskauer Demonstration und die Verfolgung ihrer Sprecher im Winter 2011-12. Ja, es gab Hinweise, aber ich hielt oder man hielt einen so gravierenden Vorgang wie den militärischen Überfall auf einen europäischen Staat nicht für möglich. Meine Zuversicht speiste sich aus der von mir beobachteten, von der russischen Gesellschaft an den Tag gelegten Fähigkeit, mit äußerst dramatischen Krisen umzugehen, dem Chaos und dem Absturz in den Bürgerkrieg zu entgehen, Tritt zu fassen in eine überaus schmerzlichen Umwälzung, die Nerven zu behalten. Ich bewunderte die zügige technische Modernisierung und die Öffnung zur Welt hin und dass es offensichtlich möglich war, dass gesellschaftliche Bewegungen sich trotz aller Repression zu Wort melden konnten. Doch es gab einen Grund, der mich und meinesgleichen über diese vereinzelten Beobachtungen hinwegtäuschte. Es war, so meine Überzeugung, nicht so sehr eine empirisch gesicherte Kenntnis, sondern ein Gefühl, eine Erwartung, dass der Kalte Krieg zu Ende und eine Zeit der Auflösung all der so lange vertagten und ungelösten Probleme anbrechen würde. John Leonhardt in seinem großen Buch über Versailles, den überforderten Frieden, einen Gedanken wieder zur Geltung gebracht, der von Ernst Trölz, dem so genauen hinblickenden Beobachter, daher Spektatorbriefe, formuliert worden ist. Er sprach 1919 vom Traumland, in das die Menschen nach dem Ende des fürchterlichen Krieges hineingegangen wären. Bei Trölz heißt es so über die Zeit nach dem Waffenstillstand und vor dem Friedensschluss, Zitat: Ich weiß nur, dass jetzt für uns die Weltmachtpolitik auf lange Zeit und wohl überhaupt zu Ende ist. Das Traumland der Waffenstillstandsperiode, wo jeder sich ohne die Bedingungen und realen Schlussfolgerungen des bevorstehenden Friedens die Zukunft fantastisch, pessimistisch oder heroisch ausmalen konnte, ist geschlossen. Gibt es eine Hilfe, so liegt sie vorerst in Arbeit und Ordnung, diesen beiden philiströsen, aber schlechtweg notwendigen Dingen, und dann in einer sittlichen und geistigen Erneuerung von Grund aus und in allen Klassen, Ständen, Parteien und Gruppen, Zitat. Es geht um jenen Zeitraum dazwischen, in dem in den Köpfen sich die Bilder der Welt von gestern vermischen mit den Bildern eines Neuanfangs, die Bilder vom Schlachtfeld mit den Bildern von der Rückkehr in den Normalalltag der Zivilisten, wo die Schreckensbilder mit den Utopien sich vermischen, Zusammenbruch und Aufbruch in einem. In dieser Zeit, in der alles offen ist, scheint alles möglich, das eine wie das andere. Jenen, die in der Komfortzone des westlichen Mitteleuropa groß und auch alt oder älter geworden waren, lag es nahe, dem geordneten Fortschritt anzuhängen, spontan, fast verinnerlicht. Dass die Geschichte und die bewegenden Kräfte in eine andere, jedenfalls in eine eigene Richtung gehen könnten, war in diesem Erfahrungs- und Erwartungshorizont nicht vorgesehen. Umso größer der Schrecken, auch die Enttäuschung, sich nun damit abfinden zu müssen, dass vieles, wofür man sich eingesetzt hatte, über den Haufen geworfen war, entwertet, wertlos. Das gilt auch für mich und ich kenne nicht wenige, die sich schwer tun, sich mit dem Verlust ihrer Hoffnungen und Erwartungen abzufinden. Die Obsession der sogenannten Russlandversteher, das russische Verhalten aus Fehlern des Westens abzuleiten, hat auch zu tun mit der Unfähigkeit, sich einzugestehen, dass die Geschichte anders gelaufen ist, als sie sich erträumt haben, eine geradezu metaphysische Kränkung, mit der man sich nicht gerne abfindet. Aber jeder Schock hat auch etwas Heilsames an sich. Man wird gezwungen, innezuhalten. Es ist eine Art reflexiver Schub, die Chance, noch einmal alles zu bedenken, auch noch einmal in die Schule zu gehen, in diesem Sinne noch einmal von vorne anzufangen. Das ist bitter. Aber jeder Verlust von Illusionen ist ein Zugewinn an Wissen. Desillusionierung ist eine Form von Selbstaufklärung. So wichtig der persönliche Augenschein ist, so wichtig ist es, eine analytische Matrix zu entwickeln, die sich von der Fixierung auf die Hochebene von Staat, Diplomatie, Haupt- und Staatsaktionen freimacht und die molekularen Vorgänge on the ground in den Blick nimmt. So wichtig es ist, sich von der Vorstellung einer gleichsam planmäßig auf ein Telos gerichteten Fortschrittsgeschichte zu verabschieden, so bleibt doch die Aufgabe, aufzuklären, was mit bloßem Auge nicht erfasst werden kann und gleichsam hinterrücks geschehen ist. Wir müssen dahinter kommen, welches die Antriebskraft, die Generatoren, Motivationen sind, die dazu geführt haben, wie Putin es vermocht hat und vermag, den Westen,
was immer das noch sein mag, vor sich herzutreiben, das Gesetz des Handelns zu bestimmen, die Eskalationsdominanz zu behalten, ein eminent wichtiger und der Sache angemessener Terminus, den Markus Wehner zuletzt benutzt hat. Man nimmt Zuflucht zu Kennern, Autoren, die sich auskennen und das auch vermitteln können. In meinem Fall betraf es vor allem folgende Fragen. Wie wird man mit der Last des Imperiums fertig? Was hilft uns die Rede von der Geopolitik? Was sind die wirklichen Machtverhältnisse, die Arcana Imperii? Was heißt Öffentlichkeit in Russland heute? Was ist die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte? Das sind Fragen, auf die man Antworten sucht, wenn man mit den eigenen Recherchen und der eigenen Urteilsbildung nicht weitergekommen ist. Und ich komme damit zu den Russlandverstehern ohne Anführungszeichen. Erstens, Erfahrungen, die mit der Last des Imperiums und der postimperialen Situation zu tun haben. Wir feiern derzeit ja 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs, damit auch das Ende der Kontinentalimperien. Das ist eine gute Gelegenheit, sich mit der unerhörten Dramatik, dem Abschied von der Welt von gestern, den dabei frei werdenden Destruktivkräften, den Geburtswehen einer gänzlich neuen Staatenwelt und veränderten Lebenswelten mit Grenz- und Volkstumskämpfen sowie mit Minderheitenfragen intensiv zu beschäftigen. Man hat im Schatten der postsowjetischen und postjugoslawischen Konflikte und Kriege mit einer neuen Wertschätzung auf die Leistung der transnationalen Ordnung geblickt und wohl auch einiges gelernt, was man zuvor übersehen hatte. Transnationale Bürokratien, Infrastrukturen und so weiter. Aber der Imperial Turn hat meines Erachtens nicht dazu führen können, den Anachronismus monarchisch-imperialer Ordnung im Zeitalter der Massendemokratie zu rehabilitieren. Oder doch, besagt nicht die Heiligsprechung Nikolaus II., seine Porträts allenthalben, vor allem aber das Zaren-Image Putins das Gegenteil? Das Ende der Sowjetunion war kein Betriebsunfall, so wenig wie das Ende Habsburgs, dem man mit guten Gründen nachtrauern kann. Wie die russische Gesellschaft mit der Erosion des Vielvölkerimperiums, dem die Völker abhanden gekommen sind, fertig wird, das ist eine noch weit ins 21. Jahrhundert hineinreichende Frage. Es gibt aber nicht nur eine Last des Imperiums, sondern die Chancen, die in der Befreiung von der Last des Imperiums beschlossen sind. Eine Restitution des Imperiums scheint mir angesichts des weit vorangeschrittenen Nation-Buildings der Völker der ehemaligen Sowjetunion eher ausgeschlossen. Die Nationswerdung ist, wie die Arbeiten Terry Martins vor allem gezeigt haben, im Übrigen durch die Union, selbst insbesondere in den 1920er Jahren, vorangetrieben worden. Wie wird aus einer imperialen Nation eine moderne, republikanisch verfasste Titularnation? Eine, die russländisch ist, aber mit den ethnischen Russen als Kern, also russisch und russländisch zugleich, wofür es im Russischen übrigens auch zwei Ausdrücke gibt, Rossiski und Ruski. Die Erfindung der modernen, das heißt postimperialen russischen Nation ist wohl der einzige Weg, über die Verlustängste und Traumata hinwegzukommen, wie man wiederum an historischen Exempeln nach 1918 sehen kann. Eine nicht geringe Erbschaft des Imperiums sind die Russen jenseits der Grenzen der Föderation, die zu Staatsbürgern der neuen Staaten oder staatenlos wurden. Die Propagierung von Ruski Mir, der russischen Welt, weit gefasst alle, die sich in irgendeiner Form der russischen Kultur, der Sprache Puschkins zugehörig fühlen, spielt eine gravierende Rolle. Aus ihr kann man die Legitimierung von Interventionen zum Schutz von Russen jenseits der Grenzen ableiten. So ist es in der Ukraine geschehen, aber auch wie im Falle Lisa in Deutschland. Was das bedeutet, kann man, Achtung, jetzt vergleichen ist nicht gleichsetzen. Man kann das ablesen an der Rolle, die die Volks- und Auslandsdeutschen als Instrument revisionistischer Außenpolitik des Deutschen Reiches, dann des Hitlerstaates, gespielt haben. Weiterführend zu dieser ganzen Problematik einer verspäteten Nation liest man am besten die Arbeiten von Andreas Kappeler, Geoffrey Hosking, Mark von Hagen, Terry Martin und anderen. Zweite Frage. Was hilft uns das geopolitische Argument? 1989-91, der Fall des Eisernen Vorhangs, Ende des Kalten Krieges. Das war auch eine Raumrevolution mit Grenzverschiebungen, dem Durchbruch einer zweiten Welle der Globalisierung, Beginn einer Weltunordnung, in der sich alle Beteiligten neu aufstellen und arrangieren müssen. Ende der Bipolarität, Ende der Hegemonie einer einzigen Groß- oder Supermacht. Sich einstellen auf das Spiel neuer Global Player und neue Spielregeln.
Davon ist nicht nur Russland betroffen, sondern alle, auch die USA, wie man sehen kann, die andere strauchelnde Weltmacht, die ihren Platz in der neuen Welt und ihren Helden des Rückzugs, so Hans Magnus Enzensberg über Michail Gorbatschow, noch nicht gefunden hat. Ein Nebeneffekt der Raumrevolution war, dass man neu über die geografische und räumliche Dimension allen politischen Geschehens nachgedacht hat, wofür ich mich vor gut 20 Jahren schon eingesetzt hatte, gegen das damals landesübliche Ausblenden von Raum. Eine Selbstverständlichkeit durfte wieder ausgesprochen werden, dass das Politische eine räumliche Dimension hat, dass Politik stattfindet. Das heißt an einem Ort, dass sie Schauplatz, Schachtfelder, Entscheidungszentren hat und so weiter. Das ist nicht neu und das war auch im Kalten Krieg so. Es gab selbstverständlich auch eine Geopolitik des Kalten Krieges, des Containment etwa. In Berlin, diesem Brennpunkt des Kalten Krieges, dürfte es nicht schwer fallen, das nachzuvollziehen. Doch inzwischen ist die Rede von der Geopolitik umgekippt ins andere Extrem, wie das fast immer der Fall ist. Geografie soll nun alles erklären. Ein alt-neuer Determinismus hat sich im öffentlichen Diskurs fast mühelos durchgesetzt, der dem allzu simplen Satz folgt, ein Blick auf die Karte zeigt schon das und so weiter. Diese Art von geopolitischem Diskurs hilft nicht weiter. Sie ist Ersatz für gründlichere Analysen und ein Beispiel für die Reduktion von Komplexität. Die Folge davon ist, dass alle Faktoren, die in der Geschichte wirksam sind, die in politischen Entscheidungen und Aktionen wirksam und geschichtsmächtig werden, aus der Geografie abgeleitet werden. Aber wir brauchen vertiefte Einsichten in die innere gesellschaftliche Konfliktdynamik. Das ist nicht gemeint als Arbeitsbeschaffungsprogramm für Post-Soviet Studies oder Area Studies, die in der Euphorie des Annus Mirabilis gekürzt oder gar abgewickelt wurden, sondern ein Plädoyer, sich mit Pseudo-Erklärungen nicht zufrieden zu geben und genauer hinzusehen. Hierher gehört dann auch der ganze Diskussionszusammenhang und die Strategie des Neo-Eurasianismus und von Ruski Mir. Es handelt sich um politische Konzepte eines Neo-Imperialismus, der Rekonzeptualisierung des untergegangenen Russischen Reiches bzw. der Sowjetunion, die Legitimation für Interventionen, wobei Raum und Geografie zwar eine Rolle spielen, aber noch mehr die Konstruktion von kulturellen Identitäten und Raumbildern. Dabei wird alles verwurstet, was eine hegemoniale Sonderstellung in Eurasien begründen könnte. Halford Mackinder, Karl Haushofer, Karl Schmidt, Nikolai Trubetskoy. Wie schon im alten Eurasiatum meldet sich darin die Sehnsucht nach dem Imperium zurück. Was sind die wirklichen Machtverhältnisse, die Arcana Imperii? Meine Beobachtungen zu den Lamborghinis reichen nicht aus, um den Arcana Imperii, dem inneren Zusammenhang von Macht und Reichtum in Putins Russland, auf die Spur zu kommen. Es ist kein Zufall, dass so viele Bezeichnungen für das heutige Russland herumgeistern. Das fängt schon an mit der Unbestimmtheit des postsowjetischen Raums, aber umfasst, wie Sie alle wissen, viele andere. Der Mafiastaat von Balin Mordjar, der Geheimdienst an der Macht, Putins Kleptocracy, Who Owns Russia von Karen Davisha, Walter Laqueurs Putinism. Wenn es keinen festen, angemessenen Begriff gibt, dann ist das nicht ein Hinweis auf Denkfaulheit, sondern dass die Sache selber noch nicht spruchreif geworden ist, dass sich der angemessene Begriff noch nicht eingestellt hat. Sie sind Ausdruck unserer Hilflosigkeit und dies ist angesichts eines gänzlich neuen Phänomens mehr als natürlich, auch wenn man sich durch manches Déjà-vu, manche Analogie allzu leicht verführen lässt. Ich hielt es für eine der dringlichsten Aufgaben, eine Anatomie der russischen Elite, so der Titel der Studie von Olga Krystanowskaja, vorzulegen, die der Präzedenzlosigkeit der Genese der Führungsgruppe des harten Kerns der Machthaber und ihrem Umfeld nachginge, die die Neuheit der spezifischen organischen Zusammensetzung dieses Kaders herausarbeitet und so eine Physiognomie der Macht, die sich nicht nur auf Psychodeutungen und Analyse von Körpersprache beschränkt, zu zeichnen vermag. Niemand ist von Geburt aus Dissident, Bürgerrechtler, auch nicht Geheimdienstmann. Auch Biografien sind kontingent mit Brüchen, Wendungen, Revisionen. Es wäre schon viel gewonnen, sich in den Lebenshorizont, in die Curricula einer Alterskohorte hineinzudenken, die Ende der 80er und in den 90er Jahren zum Zuge kam und die sie dazu gebracht hat oder dazu befähigt hat, den Weg der Macht und des Reichtums zu gehen, anders als Altersgenossen, die am Ende der Sowjetunion einen ganz anderen Weg gegangen sind, den der gesellschaftlichen, der organischen Arbeit.
Es war der Augenblick, in dem Karrieren zerbrachen und andere begannen. Revolution wieder einmal als Dekorationswechsel auf der Bühne, so schon Nikolai Tscherniszewski. Wer talentiert und clever im Komsomol war oder im KGB, konnte es auch bald mit smarten Managern westlicher Firmen aufnehmen. In der Umbruchzeit konnte diese Generation binnen kürzester Zeit lernen, wozu man in langsamen, geordneten Verhältnissen vielleicht ein ganzes Leben lang brauchte. Man konnte in weniger als einem Jahrzehnt Welten und Zeiten durchlaufen. Die bleierne Zeit der Stagnation, den Umsturz der Perestroika, die darwinistische Situation der 90er, in der jeder sehen musste, wo er blieb, in einer sich auflösenden Ordnung. Banker, Real Estate, Public Relation, Security, ein Ruf nach Oxford vielleicht, auch die Verzweiflung und der Selbstmord. Alles war drin. Verfallszeit und Gründungszeit. Kampf um einen Stand auf dem Basar, vor allem aber in den Institutionen, die darüber entschieden, wer Zugang zum Reichtum des Landes hat. Damals noch junge Talente, Manager des Komsomol, Chefs und Trainer von Sportclubs, sprachlich versierte GRU-Mitarbeiter, die sich in der Welt auskannten, fanden die Wege und besetzten die Stellen, an denen man über Nacht zum Millionär wurde. Man kannte sich in der globalen Welt aus und wusste, wie nützlich die Regeln des Rechtsstaates sind, um sein ins Ausland geschafftes Kapital zu deponieren. Es war für sie kein Problem, ein Anwesen auf Sardinien oder in Kitzbühel zu erwerben und sich gleichzeitig über den dekadenten Westen lustig zu machen. Man hatte Spezialschulen und Eliteinstitute absolviert, aber es gab auch Seiteneinsteiger, besonders in einem Land, in dem die disziplinären und Statusschranken nicht so verfestigt waren wie im Westen. Aus begabten Mathematikern wurden Börsenbroker, aus Geologen Betreiber von Stahlwerken, aus begabten Geheimdienstleuten Chefs der internationalen Abteilung der Stadtverwaltung von Leningrad, St. Petersburg. Es finden sich dort faszinierende, wechselvolle, abenteuerliche Biografien, wie man sie sich in Gesellschaften mit ihren Parteikarrieren und Ochsentouren nicht vorstellen kann. Oder wäre ein Mann wie Wladislav Surkow, der nun die russischen Operationen in der Ukraine lenkt und in Meseberg zwischen Putin und Steinmeier saß, in ein Bundeskanzleramt denkbar? Jahrgang 1964, aus einer imperialen Familie, Kind einer russisch-tschetschenischen Familie, mehrfache Ausbildung, Spetsnaz, Theaterregisseur, Master in Economy, in jungen Jahren PR-Chef in einem Start-up-Unternehmen Khodorkovskis, in der Leitung einer großen Bank und anderen Unternehmen, Auslandsaufenthalte in London und Singapur, Fan amerikanischer und britischer Bands, Mitarbeiter der Präsidialadministration, unterwegs in komplizierten Missionen, Vordenker der souveränen Demokratie, Autor postmoderner unter Pseudonym publizierter Romane, die auch von Schriftstellerkollegen gepriesen wurden. Ein Poet und vertraut mit den Feinheiten des postmodernen Diskurses, für den es nicht die eine, sondern viele Wahrheiten gibt. Ulrich Schmidt hat ihn ausführlich porträtiert und die Vita findet sich auch bei Wladimir Pribilowski. Zeiten der Wirren bringen andere Karrieren hervor als Zeiten des Komforts. Es ist, wie wir jetzt wissen, irgendwann zu einem Zusammenschluss von hartem Kern der Sicherheits- und Geheimdienstwelt, dem Rückgrat der alten und der neuen Macht, das von den Erschütterungen am wenigsten tangiert war, mit den oligarchischen Expropriateuren der Nachwendezeit gekommen. Zu einer Verschmelzung von Macht und Reichtum, wobei es zu einer Rückumverteilung zugunsten von Staatskapital kam. Ich wünschte mir eigentlich einige Dutzend Biografien dieses Personals und ihre Beziehung zueinander. Material gibt es inzwischen genügend. Ich wünschte mir eine Zusammenführung etwa der Recherchen der schon erwähnten Karen Davisha, ein Buch, das übrigens in Europa nicht erscheinen konnte, und dem vor 2 Jahren verstorbenen biografischen Nachschlagewerk von Wladimir Pribilowski, in dem er, der eigentlich von Hause aus Byzantinist war, 60 Biografien der maßgeblichen Leute um Putin minutiös rekonstruiert hat. Und fast alle sind hervorgegangen aus der Leningrader Datschenkooperative Ozo. Solche Analysen, ob Pribilowski, Lev Gutkov oder Mascha Gessen, nötigen einen wiederum den größten Respekt vor der Leistung russischer Intellektueller ab. Schließlich, was heißt Öffentlichkeit in Russland heute? Unbestreitbar gibt es eine zentralisierte, gleichgeschaltete und mit Sprachregelungen arbeitende Medienlandschaft. Trotzdem bleibt die Frage, ob und wie ein so großes und heterogenes Land sich gleichschalten ließ. Es gibt ja nicht nur die staatlichen Medienöffentlichkeiten, sondern die vor Ort. Es gibt Theater, Kinos, die Literatur,
Bereiche, die sich unmittelbarer Zensur entziehen. Diese Räume müssen ausgeleuchtet werden. Das Wichtigste aber ist zu verstehen, dass die überkommene Vorstellung von Propaganda und Propagandastaat nicht mehr funktioniert, weder nach innen noch nach außen. Der alte Propagandastaat, so Peter Kennes, brachte die eine Wahrheit der Doktrin, des Programms der KP, des realen Sozialismus unter die Leute, die alle wussten, dass es Propaganda war, die nicht der Wirklichkeit entsprach. Man konnte Propaganda mit Verweis auf die Realität des Lebens entlarven. Kulturelle Hegemonie im postsowjetischen Russland auszuüben, funktioniert indes anders. Sie leugnet nicht die Wirklichkeit, sondern erlaubt, dass man der Wirklichkeit ganz unterschiedliche, voneinander abweichende Vorstellungen haben kann, dass es ganz von der Wahrnehmung und der Perspektive abhänge, was Wirklichkeit ist. Man kann über Wirklichkeit, was wahr und falsch ist, nicht mehr streiten, sondern nur noch über unterschiedliche Wahrnehmungen der Wirklichkeit. Alles ist gleich wahr und gleich unwahr. Dieser Relativismus, den man auch aus dem Westen kennt, geht einher mit dem Verzicht auf Kohärenz und Geschlossenheit, die für die alte Weltanschauung zu zentral war. Der Eklektizismus, der Griff nach plausiblen Deutungen, der Rückgriff auf traditionelle Interpretationen und Narrative mobilisiert kulturelle, spirituelle, mythische Ideen und Ideologien und bringt sie in einen neuen, eklektizistisch-synkretistischen Zusammenhang. Man bedient sich des Reichtums des kulturellen Erbes ebenso wie der Errungenschaften Hollywoods. Ein Musterbeispiel für die Leistungskraft und den Glanz solcher Produktion war die Inszenierung und Choreografie zur Eröffnung der Spiele in Sochi, ein ästhetisch höchst ambitioniertes, von Meisterdramaturgen erarbeitetes Konzept. Im Medienalltag geht es einfacher zu. Übertragung der Inauguration, der Rituals of Power als Abglanz des altneuen Imperiums, der Westen in allen Variationen, Straßenunruhen, Dekadenz, Protest, stimmende Unzufriedenheit, wenn nicht mit dem Präsidenten, dann doch mit den Provinzfürsten und Bojaren, an denen Kritik erlaubt und erwünscht ist. Die Welt des Konsums in allen Farben, dazwischen immer wieder sowjetische Kinoklassiker, die Welt der Kriegsveteranen, die Stimme der orthodoxen Kirche und die Dekadenz des Westens, Geropa. Talkshows, in denen die Teilnehmer wie Raubtiere aufeinander gehetzt werden, Verbreitung von Kriegsstimmung und immer wieder Russland als Opfer, seit Jahrhunderten bedroht, von oben belehrt, erniedrigt, eingekreist. Die Inszenierung der belagerten Festung. Ulrich Schmid hat zu Recht sein Buch unter dem Titel Technologien der Seele vom Verfertigen der Wahrheit in der russischen Gegenwartskultur gestellt. Wer die überwältigend große und schon lang andauernde Unterstützung Putins durch Russlands Bürger verstehen will, sollte dieses Buch lesen und wenigstens eine Woche lang russische Fernsehprogramme ansehen. Last but not least, die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte. Wir sind ja alle in gewissem Sinne Weberianer und Marxisten geworden. Mit allem Zauber des biografischen Genres, dem wir uns nicht entziehen können, sind wir, ich verallgemeine 1968er, doch irgendwie alle explizit oder implizit mit der Gesellschaft, den gesellschaftlichen Verhältnissen groß geworden und haben die Persönlichkeit, das Individuum als Sache einer obsoleten Geschichtsbetrachtung, die um Haupt- und Staatsaktion und große Männer kreist, hinterfragt, vielleicht auch verworfen. Man richtete sich auf die Wirksamkeit von Strukturen, die lange Dauer, Routinen des Alltags, anthropologische Konstanzen und dergleichen ein. Das spiegelte sicher die Errungenschaften der geordneten Nachkriegsverhältnisse wider, vielleicht aber auch den Horror der Plötzlichkeit, die Karl-Heinz Bohrer so eindringlich beschrieben hat, also die Angst vor einer Geschichte out of control. Nun hat der Umbruch der späten 80er geschichtliches Personal zurück auf die Bühne gebracht, Reden, die entflammten oder versöhnten, Gesten, in denen sich eine neue Zeit ankündigte, ein Pathos, das aus dem Augenblick geboren war, Personen, die in den Verhältnissen die Melodie vorspielten und sie so zum Tanzen brachten. Auf die Rückkehr der großen Männer oder auch großen Frauen war die Spätzeit, vor allem im Westen, nicht gefasst. Da sind sie nun aber wieder und wir reden, ob wir wollen oder nicht, von Putinismus und auch Trumpismus, so als würde damit eine Epoche bezeichnet. Das muss etwas bedeuten, und zwar nicht im kalendarischen Sinn. Personen werden bedeutsam, wenn sie zum Hoffnungsträger, zur Projektionsfläche von Erwartungen werden, zu Führern, nach denen man sich sehnt. Sie füllen die Leerstelle aus, die der Zusammenbruch einer gewohnten Ordnung hinterlassen hat. Sie steht für die letzte Sicherheit, an die man sich halten kann in unsicheren Zeiten.
Auf ihr lastet aber nicht nur Erwartungsdruck, den man zum Auf ihr lastet aber auch der Erwartungsdruck, den man zum Opfer fallen kann, wenn man die in ihnen gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Putin ist jenseits von Eudämonisierung und Dämonisierung die Figur, die die Leerstelle besetzt hat, die in der Zeit der Wirren mit ihrem Autoritätsverlust und der Abwesenheit intakter Institutionen frei geworden war. Ich kann hier kein Porträt liefern, man kann besser Mascha Gessen oder Michael Zieger oder andere ausgezeichnete Bücher lesen. Auch ich versuchte mir ein Bild zu machen, auch wenn ich seine Gedanken nicht lesen kann, auf die es manch andere abgesehen haben. Darin kommen vor seine Sportlichkeit, sein verschämter Charme, seine unverstellte Lügenhaftigkeit, seine Fähigkeit, die sowjetische Welt vor allem für die Generation der Pensionäre und Veteranen zu evozieren, seine Präsenz und Professionalität, sein Ehrgeiz im Kleinen, Unabhängigkeit dadurch zu demonstrieren, dass er sich planmäßig verspätet und sogar den Papst warten lässt, und sein großer Kleinmut, wenn es darum geht, seinem Volk die Modernisierung des großen Landes zuzutrauen und sich sogar vor Demonstrationen zu fürchten. Aber meine Urteilsbildung stützt sich auf etwas anderes, auf die Frage, ob er der Mann ist, der fähig ist, Russland aus dem 20. Jahrhundert heraus und ins 21. zu führen. Ich sehe das nicht. Er hat die Chancen, die der Öl- und Erdgasboom der 2000er Jahre bot, vertan. Er ist den leichten Weg gegangen, den Weg der Umverteilung und einer Praxis der Zerstörung all jener Institutionen und Formen, in denen sich so etwas wie die kollektive Vernunft einer Gesellschaft zur kritischen Masse kristallisiert. Dafür bräuchte es öffentliche Foren, Meinungsstreit, das Parlament nicht als Fassade, Geselligkeit in jeder Form, in denen sich die energischen und unternehmerischen Kräfte finden könnten, die jetzt resignieren oder nun schon zu Hunderttausenden seit Jahren ins Ausland abwandern, weil sie zu Hause nichts ausrichten können. Das alles kann man in den Veröffentlichungen der denkenden Öffentlichkeit, die sich in den Nischen bis heute hält, nachlesen und nachhören. Um dies zu sehen, bedarf es keiner Belehrung von außen. Russland braucht, wie wahr, keinen erhobenen Zeigefinger. Wer die internen Vorgänge in Russland verstehen will, muss nur den Stimmen im Chor zuhören. Soziologen wie Lev Gutkov. Wer das Land aber nicht zusammenschließen kann, weil er kein überzeugendes Programm hat, also das Licht am Ende des Tunnels, muss sich nach Ersatz umsehen. Zusammenhalt herstellen durch die Suggestion eines äußeren Feindes und fünfte Kolonnen durch Feindbildproduktion. Lev Gutkov hat das als negative Integration bezeichnet. Wer kein positives Aufbauprogramm zu bieten hat, muss anderswo auf seine Kosten kommen. Putin ist der Meister in der Bewirtschaftung unverheilter Traumata. Die Kultivierung eines Minderwertigkeitskomplexes, den ein großes und reiches Land wie Russland nicht nötig hat, ist die Ressource von Putins Macht. Großmachtchauvinismus ist die Droge, die kompensiert, statt zu heilen. Nicht das natürliche Ende der sowjetischen Welt wird beklagt und verarbeitet, sondern die anderen waren es, vor allem der Westen. Eine Überschätzung des Westens, die sonst nur der Selbstüberschätzung Ronald Reagans zugesprochen wird. Die Gefühle der Demütigung zu bewirtschaften ist wichtiger als Taten zu vollbringen, die eine Nation mit Genugtuung ja stolz erfüllen können. Erfindungen, neue Infrastruktur, Anschluss an den Fortschritt der Welt. Alles, was Putin zu Ukraine zu sagen wusste, eigentlich keine Nation, eigentlich kein Staat, regiert von einer faschistischen Junta, ist nichts anderes als russischer Großmachtchauvinismus. Ein Patriotismus also, der auf der Herabsetzung anderer Völker basiert. Es gibt im hybriden Krieg vielleicht nicht mehr den Kriegstreiber aus dem Bilderbuch der Propaganda, wohl aber den Kriegsbetreiber, der Konflikte bewirtschaftet, der Herde erfindet, an denen man nach Belieben zündeln kann, mal mehr, mal weniger. Dabei kommen einem die Schwächen des Gegners zugute. Vom katastrophalen und verhängnisvollen Krieg der USA und ihrer Verbündeten im Irak, von den Widersprüchen innerhalb der Europäischen Union, von der Korrumpierbarkeit der City of London oder der Finanznot europafeindlicher rechter Parteien. Hier kommt die Virtuosität des Choreografen, der zu instrumentieren versteht, voll zum Zuge. Und lange bevor wir von Fake News in Trumps Zeiten hörten, wussten wir schon aus Putins Mund, dass Besatzungssoldaten in Wahrheit nur Touristen sind, die sich im Second-Hand-Laden einkleiden. Was weiß ist, ist schwarz und was schwarz ist, ist weiß, es ist alles nur eine Frage der Perspektive. Das ist neu und nicht mehr der alte Propagandastaat.
Das ist postmodern aufgeklärter Relativismus in Breitbandinszenierung. Freilich schimmert überall auch die historische Pfadabhängigkeit durch, etwa Stalins Rede von der fünften Kolonne aus dem Jahr 1937. Aber Putin ist ein Mann des 21. Jahrhunderts, auf der Höhe der Zeit. Er hat in Hollywood gelernt und vom Dekonstruktivismus und weiß, wie man sie mit der altbewährten militärischen Gewalt kombiniert. Wenn man über den Surrealismus in Putins Russland etwas erfahren will, lese man Kerstin Holmes Interview mit der Verlegerin Irina Prochorowa aus der FAZ vom 23. Oktober dieses Jahres nach, lese Peter Pomerantsevs Buch über Information War, Nothing is True and Everything is Possible, The Surreal Heart of the New Russia, vor allem aber Ulrich Schmidts Studie zur Verfertigung der Wahrheit im heutigen Russland. Es ist nicht von allererster Bedeutung, meiner Meinung nach, den Begriff zu haben, autoritär, illiberal, totalitär. An den Taten werdet ihr sie erkennen. Die Kosten für die Aufrechterhaltung eines autoritären Regimes sollen so niedrig wie möglich gehalten werden. Alles soll nach Möglichkeit ohne den großen Einsatz unmittelbarer Gewalt ablaufen. Was passieren wird, wenn Polittechnologien, neoimperiale Stimmungsmache, Feindbildproduktion, die Choreografie der Spaltung nicht mehr ausreichen, wenn der Einsatz also erhöht werden muss, das wissen wir nicht. Zum Schluss. Vor genau 100 Jahren hat Max Weber zwei Vorträge in der Münchner Buchhandlung Steinicke gehalten, die unter dem Titel Wissenschaft als Beruf und Politik als Beruf später gedruckt erschienen. Man merkte ihnen an, dass sie inmitten der Turbulenzen der Novemberrevolution gehalten worden sind. Durch die Formulierung dieser kanonisch gewordenen Texte, Gegensatz und Zusammenhang von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, von Vernunft und Augenmaß, schimmert eine Zeit, in der man sich aufs Neue seine Grundlagen vergewissern suchte. Als Historiker bin ich eigentlich nicht für die zeitgeschichtliche Diagnose zuständig und schon gar nicht für die Formulierung von Ratschlägen an die Politik. Historiker leben aber auch in einer Gegenwart, zu der sie sich verhalten, vielleicht sogar verhalten müssen. Die Schlussfolgerung, die ich für meinen Teil und für mich ziehe, hier stehe ich und kann nicht anders, lauten ungefähr so. Putin ist nicht dasselbe wie Russland. Leute, die sich anheischig machen, Russland zu verstehen, sollten zuerst lernen, diesen fundamentalen Unterschied zur Kenntnis zu nehmen. Eigentlich eine Binsenweisheit. Sich auf gleicher Augenhöhe zu begegnen, wie immer wieder eingeklagt wird, bedeutet, Russen ernst zu nehmen und nicht als Kinder zu behandeln, denen man in herablassender Manier bescheinigt, sie seien noch nicht so weit. Russland braucht keinen erhobenen Zeigefinger, es hat seine eigenen Köpfe und Stimmen. Man muss sie nur hören und zu Gehör bringen. Was in Russland geschieht, wird dort entschieden und nicht im Westen, wie manche in Selbstüberschätzung suggerieren. Jeder hat die Wahl zu entscheiden, mit wem er es hält. Für den Westen bedeutet es anzuerkennen, dass er es mit einer Politik zu tun hat, der sich entgegenstellen muss, wer seine Lebensform verteidigen will. Die Verteidigung fängt mit der Verteidigung der Wahrheit an. Annexion ist Annexion, Krieg ist Krieg. Der Dialog geht weiter, ob in der Diplomatie oder in der Kultur, aber er schließt auch die Bereitschaft zur Selbstverteidigung ein, ob durch Sanktionen oder militärische Wehrhaftigkeit. Die Gefahr, dass die Europäische Union unter dem Druck diverser Krisen zerfällt und auseinanderdividiert wird, ist sehr groß. Nicht zuletzt durch die Schmiedung einer von Putin inspirierten und instrumentalisierten Allianz antieuropäischer Parteien und Strömungen. Was das politisch bedeutet, muss die Politik entscheiden. Wir haben unsere Hausaufgaben zu machen, endgültig Abschied zu nehmen vom Traumland der Nachwendezeit und sich fit zu machen für eine Zeit der Wirren, auf die wir, so vermute ich, nicht ganz vorbereitet waren. Ich bedanke mich sehr für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Karl Schlögl unterscheidet zwischen Russlandverstehern mit Anführungszeichen und Russlandverstehern ohne Anführungszeichen.
Wahrscheinlich verhält es sich mit der Selbstattribuierung von Russlandversteher ohne Anführungszeichen genau gleich wie mit der berühmten Statistik, laut der sich 80% der Menschen für überdurchschnittlich intelligent halten. Deshalb ist eine Stimme wie die von Karl Schlögl so wichtig. Immer wieder hinterfragt er seine eigenen Prämissen, ja sogar seine eigene intellektuelle Biografie, die ihn auf Deutungswege geführt haben, die sich manchmal als Holzwege erweisen. Gleich zweimal ist es uns Russlandforschern passiert. Wir waren alle erschrocken, überrumpelt, sprachlos angesichts des Zusammenbruchs der Sowjetunion zum einen und zum anderen ein Vierteljahrhundert später angesichts der neuen Aggressivität Russlands in der Ukraine. Nur haben wir unsere Sprachlosigkeit und unsere Überraschung nicht alle zugegeben. Ich möchte auf einen besonderen Aspekt des Russlandverstehertums eingehen. Das Wort Ungetüm soll anzeigen, dass ich dieses Mal die Russlandversteher mit Anführungszeichen meine. Viele nicht-deutsche Kommentatoren haben festgestellt, dass das Russlandverstehertum ein zwar nicht ausschließliches, aber doch ausgeprägt deutsches Phänomen darstellt. Wir kennen die Putin-Fans auf der europäischen und globalen Populismusbühne. Sie alle waren schon im Kreml zu Gast und wurden hofiert wie die internationale intellektuelle Prominenz unter Stalin. Sie heißen Silvio Berlusconi, Marine Le Pen, Norbert Frei, Matteo Salvini, Viktor Orban. Aber es ist schon bemerkenswert, dass sich in Deutschland zwei Ex-Regierungschefs öffentlich dazu bekannt haben, die Annexion der Krim zu verstehen. Ich meine natürlich Helmut Schmidt und Gerhard Schröder. Russlandverstehertum ist aber nicht einfach nur ein Elitenphänomen. Dieser Tage hat eine Umfrage in Deutschland folgende Resultate erbracht. 89% der Befragten befürworten eine eigenständige, will explizit heißen, von den USA unabhängige Außenpolitik der europäischen Staaten, bei der auch russische Interessen berücksichtigt werden. Für 46% der Befragten ist klar, dass Russland hinter der Vergiftung der Skripals steht, angesichts der erdrückenden Beweise ist das eine erstaunlich tiefe Zahl. Aber umgekehrt halten es 66% für falsch, dass Berlin als Antwort auf die Vergiftungen in Salisbury 4 russische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen hat. Ich möchte auf drei Punkte aufmerksam machen, die gerade in Deutschland das Russlandverstehertum begünstigen. Der erste Punkt bezieht sich auf die Veränderung des Parteienspektrums in Deutschland. Der Kreml besteht heute darauf, dass Russland nicht nur eigene Interessen, sondern auch eigene Werte vertritt. Russische Staatsmedien, auch auf das Ausland gerichtete Kanäle wie Russia Today oder Sputnik, vertreten ein simples Weltbild. Die USA sind böse, Europa ist schwach. Demgegenüber steht in der Selbstdarstellung ein Russland, das sich von den Knien erhoben hat und nicht einfach den Regeln der politischen Korrektheit folgt, wie sie vom Westen definiert wird. Dieser emanzipatorische Impetus stößt in Deutschland bei verschiedenen Gruppierungen auf ein positives Echo. Seit einiger Zeit können wir in Deutschland die Auflösung des Links-Rechts-Spektrums beobachten. Vor allem, wenn es um die Definition der deutschen Russlandpolitik geht, berühren sich die Extreme. Die Linke auf der einen Seite und die AfD auf der anderen Seite sind sich einig, dass Deutschland und Russland wieder aufeinander zugehen müssen. Warum ist das so? Die Kategorien links und rechts implodierten gleichzeitig mit den Wolkenkratzern des World Trade Center am 9. September 2001.
Von beiden Seiten, also von den Linken wie den Rechten, wurde dieses Ereignis als Selbstzerstörung des amerikanischen Kapitalismus wahrgenommen. Seither kam es nicht mehr darauf an, ob man von links oder von rechts gegen die Eliten Stellung bezieht oder den amerikanischen Imperialismus kritisiert oder den Schutz der eigenen Arbeiterschaft fordert. In der Bundestagswahl 2017 ging die Begriffsverwirrung zwischen links und rechts so weit, dass die Linke mit Plakaten warb, die die eigene Ohnmacht fast schon implizit eingestanden: Protest kommt von links. Putin ist für diese neue Opposition von links und rechts eine Lichtgestalt, weil er sich selbst nicht in den Kategorien rechts oder links verorten lässt. Rechts ist bei Putin eine nationale Großmachtspolitik, links seine Verwurzelung in der sowjetischen Versorgungslogik. Der zweite Punkt hat mit der politischen Rhetorik zu tun. Der offizielle Diskurs in Russland spricht nicht von der Annexion der Krim, sondern von der Wiedervereinigung der Krim mit Russland. Das ist zwar juristisch und historisch höchst problematisch, aber mit Blick auf das deutsche Publikum sehr geschickt. Wie könnten die Deutschen es den Russen verdenken, ihren ungerechtfertigt geteilten Staat wieder zu vereinigen? Zwar wird mit der Rede von der Wiedervereinigung unter den Tisch gewischt, dass es sich 2014 eigentlich um die zweite Annexion der Krim handelte, nach der ersten unter Katharina der Großen im Jahr 1783. Gleichzeitig scheint in der Vokabel der Wiedervereinigung aber eine suggerierte Legitimität auf, die über einen hohen Anmutungscharakter verfügt. Der dritte Punkt ist die unvollständige Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit. Jetzt werden Sie gleich protestieren, aber lassen Sie mich ausreden. Natürlich haben die Deutschen ihre Vergangenheit im 20. Jahrhundert vorbildlich aufgearbeitet. Manch osteuropäische Kulturnation könnte sich mit Vorteil in ihrer Geschichtspolitik am deutschen Vorgehen orientieren. Ich meine aber eine andere unvollständige Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit, die beim näheren Hinsehen unheimliche Parallelen zum deutschen Putin-Verstehertum aufweist. Ich meine Otto von Bismarck. Bismarck genießt heute in der deutschen Öffentlichkeit immer noch eine Wertschätzung, die auf höchst fragwürdigen Errungenschaften beruht. Bismarck schreckte nicht davor zurück, Kriege für die Erreichung seiner innen- und außenpolitischen Ziele einzusetzen. Er war bereit, Nachrichten zu fälschen, denken Sie an die berühmte Emser-Depesche. Er gliederte Elsass-Lothringen in das neu gegründete Deutsche Reich ein und noch zu Bismarcks Lebzeiten entwickelte sich ein regelrechter Bismarck-Kult. Sie merken schon an der Auswahl der Elemente aus Bismarcks Biografie, worauf ich hinaus will. Die deutsche Bismarck-Verehrung, die es bis heute gibt, kann durchaus in ein Putin-Verstehertum überführt werden. Die Elemente sind ganz ähnlich. Skrupellosigkeit in der Bereitschaft zum Krieg, das ist die Eskalationsdominanz, die Karl Schlögl genannt hat, territoriale Änderungen als Popularitätsmotor, Manipulation der politischen Öffentlichkeit, Fake News. Nicht zufällig ist Bismarck auch ein leuchtendes Beispiel für den von Karl Schlögl erwähnten Polittechnologen Wladyslaw Surkow. Surkow hat in seinem Büro im Kreml tatsächlich ein Porträt von Bismarck stehen. Das wichtigste, einende Element von Bismarck und Putin ist aber wahrscheinlich ihr höchstes handlungsleitendes Ziel: die Schaffung einer einheitlichen Nation aus unterschiedlichen regionalen Kulturtraditionen. Man hat sowohl Bismarck als auch Putin vorgeworfen, dass sie die Macht einfach nur um des Machterhalts willen ausüben. Das ist sicher nicht falsch, aber eben nur ein Aspekt.
Sowohl Bismarck und Putin verfügen über eine märchenhafte Machtfülle, die es ihnen erlaubt, auf ihren eigenen Platz in den zukünftigen Geschichtsbüchern zu schielen. Putin verfolgt seit 2016 ein ambitiöses, man kann vielleicht sagen, ein metahistorisches Ziel. Er will nämlich eine russländische Nation mit einem russischen Kulturkern schaffen. Dieses wichtige Projekt erklärt auch, warum die Kulturpolitik im heutigen Russland so wichtig ist. Kultur und näherhin russische Kultur soll den Zusammenhang der neuen russländischen Föderation als Gesellschaftskitt verbürgen. Ein offizielles Dokument zur staatlichen Kulturpolitik aus dem Jahr 2015 hält denn auch explizit fest, dass die Kulturpolitik einen integralen Bestandteil der nationalen Sicherheitsstrategie darstelle. Der Vielvölkerstaat Russländische Föderation soll um jeden Preis vor dem Schicksal der Sowjetunion bewahrt werden. Die Russländische Föderation, die seit der Annexion der Krim aus 85 Föderationssubjekten besteht, darf nicht zerfallen. Genauso schuf Bismarck das Deutsche Reich unter preußischer Vorherrschaft. Wenn man diese Parallele ernst nimmt, dann müsste man in Russland darauf dringen, dass der Föderalismus, den der russische Staat im Namen trägt, auch wirklich ernst genommen wird. Im deutschen Fall war es ja so, dass erst die Bundesrepublik mit der preußischen Vorherrschaft Schluss machte und damit den Weg zur föderalen Selbstverwaltung der Regionen ermöglichte. Der Preis dafür war natürlich, dass man sich neue Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen ausdenken musste. Nun sind diese neuen demokratischen Strukturen nach dem Zweiten Weltkrieg ja alles andere als freiwillig eingeführt worden in Deutschland. Der ausgesprochen späte Anschluss an das große Projekt des Westens, nicht im geografischen, sondern im emphatischen Sinn, hat den Deutschen nicht viel Zeit gelassen. Heute kann Deutschland aber zu Recht stolz darauf sein, die Hüterin der Prinzipien der Schlussakte von 1975 zu sein. Und diese Prinzipien regeln das Zusammenleben der europäischen Staaten. Und ich zitiere jetzt zum Schluss meiner Respondenz noch einmal die vier wichtigsten Prinzipien von der KSZE in Helsinki 1975. Das ist die Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von Gewalt, die Unverletzlichkeit der Grenzen, die territoriale Integrität der Staaten und die friedliche Regelung von Streitfällen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, das ist zu verstehen. Vielen Dank, Ulrich Schmid, für das Respondieren. Vielen Dank, Karl Schlögel, für den Vortrag. Ich würde gerne, damit wir einen gewissen Fokus haben, Sie fragen aus der Perspektive sozusagen des Oberthemas dieser Mosse-Lectures in diesem Jahr. Da steht ja nun der Begriff Autokratien. Der hat einen Akzent, der doch stark so ins Innenpolitische reinragt. Also es steht da ja nicht Imperien. Oder Wiederkehr von Imperien. Also Autokratien, so ist das auch in den bisherigen Diskussionen gewesen, ist gewissermaßen eine Entwicklungsrichtung, die Gesellschaften nehmen können, entweder kommend aus einer parlamentarischen Demokratie, wie die hier mehrfach beschrieben worden ist, gewissermaßen als Grenzwert und Risikobegriff. Und da würde mich einfach interessieren, da Sie nun beide
die Geschichte Russlands und der Sowjetunion sozusagen über das 20. Jahrhundert beobachtet haben, ob sie mit dem Begriff für das aktuelle Russland überhaupt was anfangen können. Sie haben ja angedeutet, also auf diese Art von Begriffen kommt es Ihnen gar nicht so an. Trotzdem würde mich das interessieren. Also weil Autokratie und Demokratie in dem Konzept jedenfalls, wie es hier angedacht ist, erstmal in Spannung zueinander stehen. Und es ist natürlich unstreitig, auch im gegenwärtigen Russland sozusagen Elemente sozusagen demokratischer Routinen gibt, zum Beispiel Wahlen. Und also muss man irgendwie die Frage klären, wie verhält sich das bezogen auf die Binnenstruktur jetzt dieser aktuellen russischen Gesellschaft? Das ist sozusagen mein Vorschlag, jetzt nicht alle außenpolitischen Fragen auch noch mitzudiskutieren. Dafür, glaube ich, fehlt es im Moment dann ein bisschen der Zeitrahmen. Vielleicht zunächst Karl Schlögl. Hier kam es doch zunächst sehr auf diese Binnenentwicklung hinzugucken und etwas wegzukommen oder eigentlich einen Zusammenhang wiederherzustellen, der fast in den ganzen Diskussionen nicht mehr vorkommt oder außer Acht gelassen wird, nämlich gibt es nicht den Zusammenhang zwischen Innen und Außen. Und muss man nicht, wenn man begreifen will, die externen Operationen wieder zurückgehen, um diese innere Dynamik zu erfassen. Aber darüber wird die Diskussion meistens nicht geführt. Zweitens, ich musste selber, ich habe ja gesagt, dass ich natürlich auch in so einer Vorstellung lebte, dass es wurde eine Demokratie etabliert, aber halbherzig, unvollkommen, und es ist sozusagen eine unvollkommene Demokratie. Ich habe inzwischen doch den Eindruck, dass das, was man als demokratische Elemente, Parlament, Wahlen und so weiter ansieht, dass es sehr stark fassadenhafte Züge hat und dass wir eigentlich um den harten Kern von Machtbildung ziemlich wenig wissen. Und deswegen fand ich solche Untersuchungen wie die von Karen Davisha ungemein wichtig und aufschlussreich, heranzukommen an dieses, was eigentlich ja hinter der Fassade gespielt wurde. Und Ihrer Auffassung nach ist es ja so, dass es nicht einen Rückschritt oder eine sozusagen Reduzierung der Demokratie gegeben hat, sondern dass es von vornherein sozusagen ein intakt gebliebener Machtkern war, der mehr oder weniger systematisch an dieser Verschmelzung von Reichtum, Macht gearbeitet hat, und dass alles, was nach Wahlen, Demokratie aussieht, fassadenhaft und Züge der Inszenierung hat. Und also mir fällt es sehr schwer, diesem Erkenntnisschritt nachzugehen, aber ich glaube, das ist die richtige Richtung, in die man gehen muss. Und man fragt natürlich immer, also wenn man sich mit den Leuten unterhält, und man verweist ja darauf, es gibt ja diese Wahlen, ihr könnt teilnehmen und so weiter, dann sagen die Leute, das ist ja klar, sagen sie, das ist ja klar, es soll sozusagen eine Herrschaft at low budget geben. Also eine Herrschaft, die man mit möglichst geringen Unkosten, also mit dem möglichst geringen Einsatz von Gewalt behalten und errichten und aufrechterhalten kann. Und da spielt die ganze Frage der Machttechnologie eine ungeheure Rolle, obwohl ich auch meine Skepsis habe, also gegenüber Manipulationstheorien und so weiter, die Beherrschbarkeit durch. Aber darum geht es nicht, sondern tatsächlich um den breiteren Begriff der kulturellen Hegemonie und wie das aufgebaut und durchgespielt wird. Und die Frage ist wirklich, was ist, wenn die smarten, die weichen Methoden der Kontrolle nicht mehr ausreichen? Ja, und es hat ja Maßnahmen gegeben, also die Einrichtung der Nationalgarde und so weiter, die also gar keinen parlamentarischen Kontrollen mehr untersteht. Also was passiert, wenn das bisherige Repertoire von kontrollierter und inszenierter Demokratie
nicht mehr funktioniert. Und meine Auffassung ist ja, das Land ist so groß, so heterogen, dass es ganz unmöglich ist, auf lange Sicht das von einem Punkt aus zu beherrschen. Ich wollte noch etwas sagen zu dem Vortrag von Ulrich Schmidt. Für mich ist diese Bismarck-Geschichte, muss ich sagen, neu. Ja, ich habe das so noch nicht gesehen. Mein Orientierungspunkt, also wenn man, also man vergleicht ja nur und setzt nicht gleich, das muss man ja unter erwachsenen Leuten eigentlich nicht immer wieder betonen. Für mich war der Punkt eigentlich, wo ich nochmal in die Geschichte eingestanden bin, das Ende sozusagen des Deutschen Reiches, also mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Und dass plötzlich eine Situation entstand, also mit den neuen Grenzziehungen und so weiter, wo also die Auslandsdeutschen, die Volksdeutschen, die Leute vom Freikorps, die im Baltikum geblieben sind und so weiter, eine ungeheure Bedeutung gewonnen haben und sozusagen das Instrument einer revisionistischen und irredentistischen Politik geworden sind. Und also mein sozusagen Beobachtungsfeld, also wo ich meinen historischen Sinn, wenn ich so sagen darf, schule, ist eigentlich mehr diese Nachkriegszeit nach dem Ende der Imperien. Da finde ich so viele Anhaltspunkte, also keine Analogien. Ja, ich mag das nicht mit den Analogien, aber man kann seinen Sinn für Verfalls-, Desorganisations- und Umbildungsprozesse einfach schulen. Und ich muss sagen, also Bismarck ist dann für mich sozusagen ein neues Studienfeld und ich muss mir das so angucken und bin für diesen Hinweis sehr dankbar. Autokratien. Autokratie heißt ja übersetzt Selbstherrschaft und das ist seit 1833 einer der Pfeiler der Zarenherrschaft gewesen. Und in der Tat kann es ja seit 2012 oder spätestens seit 2014 so scheinen, als hätten wir es mit einer Rückkehr der Persönlichkeit in die Geschichte zu tun. Und das ist ja eigentlich eine urrussische Diskussion, die wir hier führen. Am prominentesten hat sie ja Lev Tolstoi in Krieg und Frieden geführt. Er war ja der Ansicht, dass die Geschichte ein großer, breiter Fluss ist wie die Wolga. Und er hat eigentlich diese These am unwahrscheinlichsten Exempel nachgewiesen, nämlich an Napoleon, der ja eigentlich eben, wenn einer als Einzelner die Weltgeschichte beeinflusst hat, dann war es Napoleon. Bei Putin, denke ich, gibt es wahrscheinlich zwei Aspekte, wenn man von der Autokratie spricht. Der eine Aspekt ist der, dass tatsächlich sehr vieles von ihm abhängt. Er hat eine unwahrscheinliche Macht in seinen Händen geballt und gerüchteweise hat man ja erfahren, dass die Entscheidung, tatsächlich die Krim zu annektieren, von Putin persönlich kam. Gerüchteweise war auch der russische Außenminister Lavrov dagegen, aber Putin hat sich mit seiner Position durchgesetzt. Das würde also für diese Rückkehr der Persönlichkeit sprechen. Es gibt aber auch einiges, das gegen die Rückkehr der Persönlichkeit spricht, und zwar der Effekt, dass wir uns möglicherweise blenden lassen von der Selbstpräsentation des Systems, das tatsächlich sehr stark auf die Figur des Präsidenten fokussiert. Und in letzter Zeit ist es nicht mehr vorgekommen, aber vor einigen Jahren ist Putin immer wieder mal für 7 oder 10 Tage von der Bildschirmfläche verschwunden. Und das hat zu erheblicher Nervosität geführt in Russland selbst und auch im Ausland. Und das zeigt eben, wie stark die Medien fokussieren auf Putin. Das heißt aber nicht, dass die präsentierte Wirklichkeit auch tatsächlich die wirklichen Machtverhältnisse widerspiegelt. Nehmen wir das Beispiel der Nationalgarde. Nicht? Also die Einrichtung einer russischen Nationalgarde sieht von außen so aus, wie wenn jetzt ein neuer Diktator sich seine Privatarmee für seine eigenen Ziele zurechtbastelt. Ein wichtiger Aspekt bei der Einrichtung der Nationalgarde war aber ein anderer, der nicht auf die Stärke, sondern auf die Schwäche des Präsidenten hinweist, nämlich die Tatsache, dass man einen Weg finden musste, um die relativ unkontrollierten Militäreinheiten in Tschetschenien wieder unter das Kommando Moskaus zu bringen. Und das war ein wichtiger Aspekt bei der Nationalgarde. Man muss also andauernd zwischen Schein und Sein unterscheiden. Und die
Politikwissenschaftler diskutieren ja bis heute, was denn das System Putin aus politikwissenschaftlicher Sicht heute sei. Also es gibt Stimmen, die sagen, man habe es mit einem prätorianischen Regime zu tun. Das würde eben dann dazu führen, dass man tatsächlich diese Eliten, den innersten Machtzirkel um Putin studieren müsste. Dann gibt es solche, die sprechen von einem postmodernen autoritären System, einer Medienkratie. Die Leute sprechen hier zum Teil von einer Berlusconisierung des russischen Systems. Und dann gibt es natürlich zu allerletzt diejenigen, die auf die Fassadenhaftigkeit der russischen Demokratie hinweisen. Sie sagen eben, es gibt einerseits die Verfassungswirklichkeit und dann gibt es eine informelle Machtstruktur, die aber ganz unterschiedlich ist von dieser Verfassungswirklichkeit. Und eben, man könnte sich tatsächlich die Frage stellen, warum braucht das System Putin überhaupt noch den demokratischen Schein? Es könnte sich ja auch vorstellen, nicht, also dass in Abwandlung von einem Marx-Gedanken die Demokratie einfach abwelken würde in diesem System als etwas, was überflüssig ist. Und dafür gibt es ja auch historische Beispiele, zum Beispiel in Polen in der Zwischenkriegszeit nach dem Putsch von Marschall Piłsudski 1926 gab es eine Regierungspartei, die ganz ohne Scham einen sehr deutlichen Namen trug, nämlich Block zur Unterstützung der Regierung. Und die russische Regierungspartei Einiges Russland ist natürlich genau das. Trotzdem könnte man sagen, also die Bagatellisierung von Demokratie ist wiederum auch nicht so ganz einfach, weil wenn der Kern der Demokratie sozusagen der unblutige Regierungsübergang ist, also die unblutige Abwahl von Regierungen, ist sozusagen in ihrem Selbstverständnis natürlich sozusagen der Normalfall von parlamentarischer Demokratie. Wenn man sozusagen demokratische Elemente aufrechterhält, erhält man gewissermaßen auf der symbolischen Ebene die Möglichkeit aufrecht, dass das geschehen kann. Ihre Diagnose sagt ja im Grunde, das ist hochgradig unwahrscheinlich, das ist gewissermaßen Fassade. Mich würde jetzt eines noch interessieren, weil in Ihrem Vortrag klang ja an, dass es diese ungeheuren Zerfallsprozesse nach 1989-90 gab, diese berühmte Jelzin-Ära, die sozusagen eigentlich nur von Zerfallsprozessen geprägt war. Das ist ja auch häufig beschrieben worden. Gleichzeitig haben Sie anklingen lassen, es gibt so Elemente von überraschender Kontinuität. Und da würde mich interessieren, wo genau liegen diese Kontinuitätselemente, weil das prägende politische Element war die KPdSU. Die ist ja erstaunlich schnell zerfallen. Also man könnte sagen, also ich weiß jedenfalls, im westlichen Publikum hat man damals mit angehaltenem Atem verfolgt den Zerfall der KPdSU in der Sowjetunion, noch vor deren Auflösung. Und darum würde mich interessieren, wo identifizieren Sie die sozusagen Machtressourcen, die eine Kontinuitätsgeschichte haben von der späten Sowjetunion bis vielleicht sogar jetzt? Das Buch von einem amerikanischen Kollegen, Arch Getty, der eigentlich hauptsächlich über die Stalinzeit gearbeitet hat. Und das hat im Untertitel Russia and the Tsar and the Boyars. Und seine These ist eigentlich, also ausgehend von also der Frage, was spielt sich da heute eigentlich ab, er sagt, es ist eigentlich gar nichts so Neues. Was er jetzt beobachtet mit der Errichtung der Vertikale, mit der Gleichschaltung und Ausrichtung der Medien, mit dem Spiel zwischen Zentrum und Peripherie, sagt er, ich kenne das alles schon irgendwoher. Und er bezieht das auf die Zeit, also dass es eine Vorform oder ein Muster schon gegeben hat in der Stalinzeit, wo es diesen Stalin gab und dann gab es die Gebietsparteichefs und so weiter. Und darüber hat er hauptsächlich gearbeitet. Aber er geht dann weiter zurück, was für seine Verhältnisse auch etwas ungewöhnlich ist. Er ist eigentlich 20. Jahrhundert, aber er geht zurück bis in die Kiewer Rus, also bis zu Katharina und zu Peter und ins Moskowiterreich.
Und also wenn man das liest, und er macht das jetzt nicht nur an den Machtstrukturen und an diesem Verhältnis von Zentrum und Bojaren fest, sondern auch, wie kommuniziert wird, also bestimmte Techniken, wie die gegeneinander ausgespielt werden. Also für ihn ist das, was jetzt passiert, eigentlich nichts Neues, sondern eigentlich die Wiederkehr des ewig Gleichen. Ich muss sagen, ich teile diese Auffassung nicht ganz. Also wie ich überhaupt Schwierigkeiten habe, also mit der klaren Ansage, das ist eben immer so gewesen in Russland. Ich glaube, es ist das Land der großen Überraschung, der Diskontinuitäten, der Brüche. Und wir wissen nicht, was morgen ist. Und wir wussten in 2011, in diesem Winter, auch nicht, dass plötzlich über Nacht eine so große Bewegung, jedenfalls in den Hauptstädten, zustande kam. Also ich wäre da zurückhaltend. Und vielleicht müsste man auch im Gegenzug zur Geschichtspolitik und zur offiziellen Retrospektive mehr von anderen Prozessen auch widersprechen. Ja? Also nicht nur eben vom Oktober, sondern vom Februar von Russland, das die Marseillaise gesungen hat, von Russland, das einmal eine kulturelle Weltmacht war. Ja? Also die Zeit, die, glaube ich, am bedeutendsten war in der Spätzeit des Zarenreiches oder meinetwegen auch bis in die 30er Jahre. Moment. Also das ist, dass man sich nochmal die Geschichte auch nochmal angucken muss. Ja, wir müssen Alexander Herzen, wir müssen die Bewegung der demokratischen Intelligenz, wir müssen die Selbstverwaltungsjahrzehnte, man muss sich vorstellen, dass nach den großen Reformen eine ungeheure Bewegung stattgefunden hat, nicht nur was jetzt die industrielle Dynamik und die Urbanisierung anging, sondern es gab großartige und bis heute sichtbare Spuren der Selbstverwaltung, eine von regionalen Intelligenzen, die etwas bewirkt haben. Und man kann auch, ich bin natürlich wieder auf die Städte fixiert, man kann wiederum ohne diese lokalen Intelligenzen, die etwas bewirkt haben, die Gymnasien, die Schulen, die Krankenhäuser, die sozusagen alles das, was der Zarismus nicht geschafft hat an philanthropischen Einrichtungen, das haben die alle gemacht, ja. Und eigentlich war es auch eine große Hoffnung nach dem Ende der Sowjetunion, dass es zu einem Aufschwung und zu einer sozusagen einer neuen Semstwo-Bewegung kommen würde. Und was man unter Putin sehen kann, dass er eigentlich diese Selbstständigkeit, also die Formen der Geselligkeit von unten, dass das nicht zum Zug kommt. Ja? Und man muss sich einfach vorstellen, und ich meine, wir sind ja alle in den Zügen unterwegs, man hockt im Abteil und da hocken drei junge Leute, die kommen gerade aus Kalifornien zurück, ja? Und brauchen aber von Wolgograd bis Samara 12 Stunden. Die hocken vor ihren Laptops und sie werden fassungslos und verlieren fast die Ruhe. Sie sind mit der Welt verbunden, aber brauchen 12 Stunden, um auf diesem Bummelzug zu kommen. Das heißt, es gibt Potenzen und die Frage ist, warum gehen sie weg aus dem Land? Warum kommen sie dort nicht zum Zug? Und das ist das Dilemma oder die Tragödie. Und dass es vielleicht passieren könnte, dass nochmal eine Generation, eine verlorene Generation ist. Sie haben sich ja nun beschäftigt mit dem Neuen. Also in Ihren Büchern kann man ja viel über das Neue in 20er, 30er Jahren erfahren, aber Sie haben sich jetzt beschäftigt mit dem Neuen, sozusagen dem technologisch Neuen. Ist das nicht wirklich was Neues? Ich denke, das ist tatsächlich etwas Neues. Und das hat vielleicht auch mit der Frage zu tun, die Sie vorher Herrn Schlögl gestellt haben. Wozu braucht es eigentlich Demokratie? Und ich glaube, der gewaltfreie Übergang von einer Regierung zur nächsten ist nur ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass Demokratien auch Regierungen legitimieren. Und ich glaube, was man seit 2000
beobachten kann, ist in Russland Folgendes. Es hat eine Depolitisierung der Gesellschaft stattgefunden. Der Imperativ der gesamten Ära Putin lautete: Enrichissez-vous, mais ne vous indignez-vous pas. Also bereichert euch, aber empört euch nicht. Also solange ihr euch aus dem Bereich der Politik herauslässt, dürft ihr ökonomisch tätig sein. Und das ist ein Gesellschaftsvertrag, der hat eigentlich geklappt bis ins Jahr 2011, 2012, als es zu den Massenprotesten in Moskau und anderen russischen Städten gekommen ist. Und im Moment sehen wir, dass sich der Kreml in einer absolut absurden Lage befindet. Auf der einen Seite hat man auf die Depolitisierung der Gesellschaft hingearbeitet und bei den Präsidentschaftswahlen im März konnte man sehr deutlich sehen, wie der Kreml versuchte, wenigstens kurzzeitig diese Depolitisierung wieder aufzuheben und die Wähler zu mobilisieren, damit eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zustande kommt. Und ich glaube, bei der Schwächung von demokratischen Institutionen und auch der Schwächung der Öffentlichkeit in Habermas Sinne, wir haben dazu viel gehört über die Korruption des Mediensystems in Russland heute, angesichts dieser Schwächung des Mediensystems und der Öffentlichkeit werden andere Machtressourcen als demokratische Legitimation angezapft. Und ich würde sagen, das ist eben hauptsächlich Literatur, Geschichte und Kultur. Man versucht tatsächlich einen neuen gesellschaftlichen Konsens auf kultureller Basis einzubauen in den öffentlichen Diskurs. Und es gab tatsächlich auch schon Leute, die das ganz offen gefordert haben. Sie haben vorher darauf hingewiesen, dass eben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Kommunistische Partei relativ schnell verboten wurde. Das ist richtig, aber sie ist auch relativ schnell wieder auferstanden. Und wenn man die heutige russische Verfassung anschaut, dann gibt es dort den Artikel 13, der als klare Reaktion auf den Führungsanspruch der kommunistischen Parteien, den Sowjetverfassungen, vorschreibt, dass Russland keine Staatsideologie haben darf. Und zum Beispiel der Chef des Ermittlungskomitees, Nikolai Bastrykin, hat vor einiger Zeit explizit gefordert, man müsse jetzt über die Einführung einer neuen Staatsideologie und über die Revision des Artikels 13 der russischen Verfassung nachdenken, eben weil man auf der Suche nach neuen Machtressourcen ist. Und diese Machtressourcen müssen natürlich eben durch Medientechnologien und Polittechnologien hergestellt werden. Es geht darum, etwas pointiert formuliert, den Leuten zu sagen, was sie wollen sollen. Ja, meine Damen und Herren, es gibt, wenn Sie jetzt Rückfragen an die Referenten haben, Saalmikrofone. Also ehe Sie das tun, das Rückfragen, sollten Sie warten, bis dieses Mikrofon bei Ihnen angekommen ist. Da sehe ich gerade eine Wortmeldung. Jens Biski, vielleicht das Mikro und dann dort. Ja, vielen Dank für die interessanten Vorträge und Bemerkungen. Ich habe nur eine Frage: Wenn man Russland wirklich verstehen will, muss man dann nicht auch ein wenig über die bewaffneten Organe reden oder das, was man früher so genannt hat? Also wenn ich mir die Geschichte der seit Lenins Tagen anschaue, gibt es eine Institution, die es immer noch gibt oder zwei. Die Rote Armee mit vielen Wandlungen und es gibt noch die Tscheka, die unter sehr verschiedenen Namen bis heute dann als FSB immer noch in der Lubjanka residiert. Und man könnte sarkastisch bemerken, nach Andropow stellen sie nun zum zweiten Mal einen Regierungschef. Also betreiben die eine eigene Politik? Ist das wirklich, ich kann das von außen nicht beurteilen, ist das wirklich ein Moment von Kontinuität oder sieht das nur so aus? Ist das auch nur Fassade? Also ich würde sagen, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Was man wahrscheinlich als Diagnose stellen kann heute in Russland, ist nicht eine
klare Kommandostruktur dieser verschiedenen bewaffneten Einheiten, sondern ein Machtgerangel. Also eben, wir haben den FSB, wir haben das Ermittlungskomitee, wir haben die Truppen des Innenministeriums, wir haben den Grenzschutz und so weiter. Und hier hat es in der Tat auch in letzter Zeit direkte Zusammenstöße gegeben, eben vor allem zwischen dem FSB und dem Ermittlungskomitee. Also es ist überhaupt nicht so, dass diese bewaffneten Einheiten gemeinsam vorgehen. Ich glaube auch, dass sich doch einiges geändert hat seit dem 20. Jahrhundert, dass nämlich eben die russische Bevölkerung heute nicht mehr durch rohe Gewalt diszipliniert wird, wie das zu Stalins Zeiten der Fall war. Also man geht heute sehr viel subtiler und raffinierter vor. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, wie zum Beispiel im Internet kritische Posts kontrolliert und diszipliniert werden. Eine Bloggerin ist empfindlich gebüßt worden, weil sie eine Fotomontage verteilt hatte auf den sozialen Medien, in denen Putin zu sehen ist mit einem Messer, das direkt in den Donbass stößt, auf einer Landkarte. Das ist nach Ansicht der russischen Rechtsprechung Extremismus. Und man hat natürlich nur ein Exempel statuiert an einer Person. Nachher ist natürlich in den sozialen Medien die Empörung groß gewesen. Man hat sich darüber empört, eben weshalb man für die Verbreitung eines solchen Bildes empfindliche Geldstrafen in Kauf nehmen muss. Das aber war natürlich genau im Sinne des Kreml, weil diese Woge der Empörung natürlich einen enormen Informationseffekt ausgelöst hat und alle anderen, die eben nicht bestraft worden sind, eigentlich dazu angehalten hat, sehr viel mehr Selbstzensur beim Posten von solchen Inhalten auszuüben. Ja, ich wollte an Gedanken anknüpfen, die sowohl von Herrn Schmidt, aber auch von Herrn Schlögl geäußert wurden. Und zwar an dem Problem, Schlögl sagte kulturelle Hegemonie, Sie sagten Gesellschaftsvertrag als Problem jetzt für diese politische Form. Es wurde kurz erwähnt, Zemstwo-Bewegung als eine Chance nach 89, so habe ich das verstanden. Mich würde interessieren, gibt es sowas, und das ist ja auch ein Punkt bei der Diskussion um Populismus, die tiefer liegenden Mentalitäten und Deep Stories von Gesellschaften, die dann in Empörung oder so zum Tragen kommen und Ausdruck haben, obwohl sie lange zurückliegen. Insofern eine Frage, das haben Sie jetzt Ihre Aufzählung jetzt nicht gestreift. Gibt es sowas wie ein kollektives Gedächtnis in Russland, jetzt bezogen auch noch von der Sowjetunion her, das intakt ist? Ist es völlig zerfleddert? Ist es umgedeutet oder wie, auf alle Fälle geht eine kulturelle Hegemonie oder ein Gesellschaftsvertrag ohne so eine mentale, so einen mentalen Unterstrom doch eigentlich nicht vorzustellen. Insofern würde mich da interessieren, wie Sie das jetzt von heute aus sehen. Das sind ja alles, wie soll ich sagen, Einschätzungen oder ein Blick sozusagen von ganz weit weg und von oben. Ich bin eigentlich nur auf bestimmte Beobachtungen vor Ort und konkret angewiesen und hänge in meinem Urteil sehr stark davon ab. Und ich würde dazu sagen, dass es gibt alles. Es gibt eine tiefe Verankertheit der Erinnerung des Bewusstseins in der alten Zeit. Es gibt gleichzeitig eine durchstarrte Mentalität bei vielen Leuten, die überhaupt nichts mehr wissen und auch nichts mehr wissen wollen, aber die sozusagen total in der Gegenwart angekommen sind, die keine Übergangszeiten mehr haben. Also ich würde eigentlich so vorschlagen, wie der Troeltsch das nach 18 gemacht hat, einzutauchen in eine Zeit, in der in den Köpfen gleichzeitig sozusagen die alte Welt weiterläuft, in der man aber schon mit ganz anderen Erfahrungen zu tun hat. Also ich könnte Ihnen 1000 Beispiele nennen. Alte Bekannte, die so alt sind wie ich, die ich seit Jahrzehnten kenne, ja, die
kennen ihre Stadt nicht mehr. Ich sage jetzt beispielsweise Moskau. Ja? Moskau ist für sie eine fremde Stadt geworden, in der sich all das, was sie kannten, von den Straßennamen, von den Cafés, von den entsprechenden sozusagen Facilities des Alltags, wo sich alles geändert hat und die in gewisser Weise sich beschreiben als Touristen in einer Stadt, obwohl es ihre Heimatstadt ist. Und diese sozusagen der radikale Bruch, der stattgefunden hat, wie der verarbeitet wird. Also ich könnte das jetzt überhaupt nicht unternehmen. Ich könnte nur wieder Situationen beschreiben. Ja? Also ich fahre im Bus von Kaunas nach Kaliningrad, ja, kurz nachdem die Grenze war, im Bus. Die Grenze war gerade etabliert. Dort fuhren Frauen zu ihren Verwandten auf der anderen Seite des dem Memel. Ja, also fuhren da über die Brücke und sie verlangten jetzt einen Pass. Ja, sie wussten überhaupt nicht, was ein Pass ist, weil sie in diesem großen Land überhaupt nie einen Pass brauchten. Ja, also es sei denn, sie fuhren ins Ausland, aber diese Leute fuhren nie ins Ausland. Und sie konnten nicht begreifen, dass über Nacht sie nicht mehr sozusagen ins nächste Dorf oder in die nächste Stadt fahren können. Das ist jetzt ein zugespitztes Beispiel, aber die Verarbeitung einer Situation des Bruchs, aber eben auch des Aufbruchs. Ich habe mich immer gewundert, wie Leute, die nie draußen waren, sich über Nacht plötzlich einfach frei bewegen können und, ich sage es mal, andere geworden sind, denen man nicht mehr ansieht, dass sie ein ganzes Leben lang nie draußen waren. Ja, das hängt mit vom Outfit bis zur Sprache, wie man sich benimmt und so weiter. Also ich würde sagen, das ist ein riesiges Feld, in das gedanklich, ja, und das heißt ja verstehen, man will sich hineindenken in sozusagen Bewältigungssituationen von Leuten. Wie werden die fertig damit? Ich meine, man kann ja mit sich selbst anfangen. Ja? Also wie wird man fertig mit Situationen wie der Wiedervereinigung und so weiter? Ich wollte noch eins sagen zu der Frage von Jens Biski, das ist vollständig richtig. Und so eine Frage, die macht einem natürlich sofort wieder klar, wie fragmentarisch, wie punktuell, wie selektiv überhaupt Einschätzungen und Urteile gebildet werden. Ja? Ich muss sagen, ich verstehe von Armee überhaupt nichts. Ja? Ich war Kriegsdienstverweigerer und ich halte es für ein großes Problem als, für mich als Historiker, dass ich von Armeegliederung überhaupt nichts verstehe. Ich halte das für ein unverzeihbares Manko. Ja? Und jetzt zu verstehen, was in der Armee vor sich geht, die einmal so etwas wie eine außer Frage stehende Elite war, angesehen war, also in jeder Hinsicht, wie sie damit fertig geworden ist, also mit sozusagen der imperialen Klasse par excellence, ja, wie sie das verarbeitet hat. Nein, das sind riesige Felder und ich könnte jetzt weitere sagen. Ja? Also zum Beispiel das Feld des Sports. Ja, und ich meine jetzt nicht die Athleten, sondern ich meine die bedeutende Rolle, die Sportorganisationen gespielt haben und die mit zu den ersten Entrepreneuren wurden, also die Beziehungen zum Ausland angeknüpft haben und die vor allem die Security-Branche groß gemacht haben. Also wie kommt es, dass nicht nur in Russland wir plötzlich überall diese Bodyguard-Typen, woher kommen die? Sie kommen natürlich aus einem bestimmten Feld und dass Putin sich auch mit diesen Judoka-Leuten umgibt, das hat auch wieder eine Bedeutung. Also man müsste alle diese sozusagen Bestandteile der sowjetischen Gesellschaft, ihre Dekomposition und ihre Rekomposition in ganz neuen Zusammenhängen, das müsste man alles untersuchen. Aber ich frage mich natürlich, also das ist ja jetzt eine schlechte Frage, also, wo sind die Ethnographen, wo sind die Soziologen, wo ist das alles, die sich mit diesen Mikroprozessen, die aber dann die lange Zeit bestimmen, ja, nicht nur die Ereigniszeit, sondern die lange Zeit, wo sind die? Und also ich wünschte mir halt, dass mehr darüber gearbeitet wird. Das ist ja für eine universitäre Veranstaltung nicht schlecht, Arbeitsprojekte.
am Ende zu haben. Ich danke Ihnen sehr für den Vortrag und für die Diskussion, Ihnen auch für Ihren Vortrag und die Diskussion. Die nächste Veranstaltung findet am 6. Dezember statt mit Katayun Amipur, und da ist der Titel Theokratie ohne Theologen, die Legitimationskrise des iranischen Gottesstaates, wieder hier an diesem Ort. Schönen Abend. Applaus